So, meine Atomuhr sagt, es ist schon nach 10. Mein Windows-Systemuhr sagt, es ist noch vor 10. Wir treffen uns in der Mitte und sagen einfach, es ist nach 10. Wunderschönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Hier bei dem heutigen Stream, nicht wahr? Den werden wir heute online machen. Und ich freue mich sehr. Es gab ein Windows-Update. Deswegen kann es sein, dass ich Töne höre und die nicht da sind und es wird Töne geben, die da sind, die ich nicht höre. Wir werden uns daran tasten. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zu dieser Online-Präsentation eingefunden haben, nicht wahr? Wir warten noch ein paar Minütchen. Sicherlich ist bei einem oder anderen der Bus noch verspätet oder der Fahrstuhl steckt oder Pausenbrot ist irgendwie noch nicht so richtig durchgeschmiert. Deswegen warten wir noch 2-3 Minuten, bis die letzten eintrudeln. Ich hätte es schon längst abgebrochen. Ich kann euch sagen, dass Vater, ich Alerts gerade nicht höre. Vater, das was sei. Hervorragend Vater, ist, Lucky, herzlichen das Dank. Das Futter. Ich höre Alerts gerade nicht. Aus Gründen. Ich weiß nicht, ob ihr sie gehört habt. Ich muss nochmal. Ich gehe nochmal ganz kurz unters Pult. Nochmal kurz rein in der Audiotechnik. War. Ich habe aber auch schon den Verdacht, woran es liegt. Wenn du es updates, sind ein ganz großer Spaß. So, also ich hoffe, Sie sind heute alle gut vorbereitet. Weil heute kommt prüfungsrelevantes Material. Da werden wir uns mit beschäftigen und es wird sicherlich nicht uninteressant für die eine oder andere Person. Anwesende Person heute, sicherlich hoffentlich anwesend, da ein, zwei Notizen zu machen. Weil es wird, das kann ich an der Stelle sagen, nicht unanspruchsvoll. Dieses gesamte Studium zum Thema Zeitreisen haben wir zusammen begonnen, haben wir zusammen begonnen, Sie alle aus Interesse, ich, weil es mein Job ist. Und ja, Sam, das habe ich gerade gesagt, da bitte ich heute auch ein bisschen aktiver zu sein. Ich hätte schon längst abgebrochen. Und mit Zwischenrufen auch vorsichtig zu sein, ja. Ich kann das wertschätzen. Herzlichen Dank, Neusi. Herzlichen Dank, Lucky, übrigens, für die Abos. Ich schlüpfe wieder rein in meine Rolle. Zwischenrufe werden wie Störungen während dieses Vortrags geahndet. Und da bitte ich Sie einfach jetzt eine gewisse Professionalität an den Tag zu legen. Weil wir reden hier über ein ernsthaftes Thema, das sicherlich in Ihrem Leben, in Ihrer Zukunft, auch beruflich wie privat, nochmal relevant wird. Ich habe einen Vortrag für Sie alle vorbereitet. Ich würde gerne noch 2-3 Minuten warten, bis wir uns alle auch eingefunden haben und Sie Ihr Verbrauchsmaterial in Bezug auf Stift und Papier bereitgelegt haben. Wir werden in diesem Vortrag uns kurz mit der Historie, mit der bisherigen... Kurti! Kurti! Der Energiekonzert Kurti! Hallöchen zusammen, Super 97 Relax Kurti. Würstel, wenn Sie sich auch einfach setzen würden. Wir fangen mit der Vorlesung jetzt gleich an. Ist schön, dass Sie es auch geschafft haben. Sind ein paar Minuten zu spät, aber da möchte ich jetzt gerade noch drüber hinwegschauen. Setzen Sie sich einfach. Die Katze füttern wir bitte während des Vortrags auch nicht. Ja, die Katze ist da. Wir werden nach dem Vortrag sicherlich noch Zeit finden, uns mit der Katze zu beschäftigen. Also, Zeit. Zeit ist etwas, über das wir jetzt gleich reden würden, werden. Ja, ich habe, wie gesagt, etwas vorbereitet. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Das ist eins meiner liebsten Dinge in der Realität. Zeit. Zeit ist etwas sehr, sehr Faszinierendes. Ja. Und ich würde dann jetzt, ich glaube, jetzt sind soweit ja auch alle da, einfach mal beginnen mit diesem LARP-Universitätsvortrag von jemandem wie mir. Entsprechend würde ich jetzt auch einfach mal beginnen, nicht wahr? Wir fangen einfach einmal an. Ich habe Ihnen da nämlich eine Präsentation mitgebracht. So, wie Sie hier sehen können, besprechen wir heute Shadow of Memories, die Timeline. Ich weiß nicht, Sie können meinen Mauszeiger ja gar nicht sehen, nicht wahr? Das ist, da muss ich noch mal ganz kurz in die Technik rein. So, schauen wir mal, ob Sie jetzt meinen Mauszeiger sehen. Da sehen Sie auch meinen Mauszeiger. Es ist doch hervorragend, wenn Technik funktioniert. Da freue ich mich also. Wir beginnen mit dem Vortrag Shadow of Memories Timeline. Ich habe als Untertitel hineingefuckt, ob ihr Zeitreisen verstanden habt, habe ich gefragt. Wie gesagt, es wird prüfungsrelevant. Schreiben Sie sich da bitte ein, zwei Sachen auf. Wenn Sie nachträglich Fragen haben, stehe ich Ihnen natürlich sehr gerne zur Verfügung.
Ich möchte mich Ihnen allerdings auch noch einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Matthias Leubner. Man kennt mich auch als Mats Leubner. Sie kennen mich sicherlich aus der Hong Kong Means Business Presse. Dort wurde ich im Jahr 2016 interviewt. Einer meiner größten beruflichen Erfolge, dem ich weltweit auf einer Internetseite abrufbar war. Des Weiteren begleitet mich mein Kater Kurti. Den sehen Sie hier auf diesem Bild. Ich habe ihn mit einem Pfeil markiert, dass wir alle über dieselbe Katze reden. Er ist auch in diesem Fall anwesend. Was Sie hier sehen, ist jetzt gerade ein Foto, damit Sie sich ein Beispiel nehmen können. Das können Sie sich aufschreiben. Ich kann Ihnen aber versprechen, das wird keine prüfungsrelevante Frage. Wie kam es zu diesem Vortrag? Der Vortrag ist entstanden, als ich mich innerhalb der letzten Videospiel-Session mit Shadow of Memories mit dieser Timeline beschäftigt habe. Sie waren teilweise live dabei, teilweise auch nicht, möchte ich Ihnen gar nicht zum Vorwurf machen. Wir waren dabei und haben versucht zu visualisieren, was Zeitreisen zum einen inhaltlich mit einem Spiel macht, andererseits aber natürlich auch mit uns geistig. Sie haben den geistigen Verfall möglicherweise beobachten können. Und das ist ein Resultat, wenn man sich mit Zeitreisen beschäftigt, das allgegenwärtig ist. Es ist ein weit verbreitetes Phänomen. Ich habe Ihnen, wie es sich für eine vernünftige wie einen vernünftigen Vortrag auch eine kleine Studie mitgebracht zu diesem Thema. Zeitreisen in der Unterhaltungsindustrie. Sie sehen hier, 87 ergeben keinen Sinn, 8 ergeben Sinn und sie haben einen geringen Prozentsatz vom Butterfly-Effekt. Was uns das sagen möchte, kann ich Ihnen nachträglich nicht beantworten. Es gibt auch keine Quelle, aber das bringt uns zu folgendem Spiel. Shadow of Memories hat nämlich genau auch das verursacht. Und wir fragen uns jetzt, und das ist auch an Ihrer Stelle völlig verständlich, wo auf dieser Grafik wird sich dieses Spiel am Ende einreihen? Ja? Wird es eher da sein oder da oder auch bei Butterfly-Effekt? Und das ist genau das, worum es in diesem Vortrag vorbereiten geht, bevor wir dann reingehen. In diesem Spiel gibt es verschiedene Figuren. Die möchte ich Ihnen einmal ganz kurz auch noch mal zeigen, damit wir alle zusammen sind. Die Hauptfigur, die wir steuern, interaktiv steuern und dessen Verlauf wir sehr akribisch vorbereiten, ist Eike Kusch. Der ist zu Gast in einer wunderschönen, kleinen, fiktiven deutschen Stadt. Ja, Lebensbaum. Und Sie sehen hier noch verschiedene andere Figuren. Homunculus werden wir sicherlich gleich noch mal finden. Dana. Eine durchaus interessante Dame, die verloren geht innerhalb der Zeit. Wir haben Eckhard Brumm, wir haben Alfred Brumm, der Vorfahre von Eckhard Brumm ist, Margarete Wagner und auch Wolfgang Wagner. Die Farben haben Sie jetzt noch nicht zu interessieren, da kommen wir gleich rein. Die Unterkringelung findet sich aufgrund der Rechtschreibprüfung, die ich hier nicht deaktiviert habe, einfach nur, weil ich das vergessen habe. Ich kann Ihnen weiterführend noch kurz zwei Bilder von Kurti zeigen. Hier saß er einmal auf einem kleinen Katzenhocker in der Sonne. Es war sehr süß. Dann habe ich noch ein Bild mitgebracht, wo ich ihn gestreichelt habe. Das könnte ich Ihnen hier auch noch mal zeigen. Wie Sie sehen, hat er das sehr genossen. Shadow of Memories ist ein Spiel, das Entscheidungen von uns verlangt auf zeitkritischer Basis. Und damit möchte ich jetzt tatsächlich zum Kern, zum Pudelkern, sagt man, nicht wahr? Der Kern des Hundes, der im Pfeffer liegt. Da möchte ich Ihnen das jetzt einfach einmal kurz erläutern, was bisher passiert ist, weil das ist ja tatsächlich das, und da erneut Obacht, das, was wir hier gesehen haben, werden wir jetzt noch einmal im Detail durchgehen, damit wir alle eine Vorstellung von der Art der Zeitreise haben, als auch von dem, was tatsächlich passiert ist. Ich möchte Ihnen diese Grafik einmal kurz erläutern. Es beginnt alles in diesem zentralen Spektrum 2001, 8.4. Ich möchte jetzt die Grafik tatsächlich nicht komplett im Detail gehen, das würde zu viel Zeit fressen, aber dass wir einmal verstehen, wie es funktioniert. Das Spiel beginnt, indem Eike um 14 Uhr im Café aufwacht, dieses Café verlässt und dann, und jetzt kommen wir schon eigentlich zur Krux, um 14.30 Uhr, das sehen Sie hier bei Punkt B, durch ein Messer in den Rücken umgebracht wird. Eine kleine Zwischenbemerkung meinerseits. Eike ist diese, sagen wir mal, trickige Situation auch durchaus bewusst, weil eben Homunculus, Sie erinnern sich, nicht wahr, diese Person, ihn genau darauf aufmerksam macht, dass er nämlich sterben wird. Und gerade am Anfang unterstützt ihn Homunculus, indem wir, und da kommen wir nämlich schon zum Ausgangspunkt Zeitreisen, direkt wieder in die Vergangenheit schickt.
14.30 Uhr, Eike stirbt kurz davor. Deswegen ist diese Grafik natürlich vielleicht nicht hundertprozentig richtig, aber Sie verstehen das Prinzip. 14.30 Uhr stirbt er in diesem Zeitraum, wird Eike in die Vergangenheit transportiert, nach 13.30 Uhr. 13.30 Uhr mit der Information, dass er um 14.30 Uhr sterben wird, weil er allein ist. Entsprechend ist ab Punkt C auch Eike und somit auch uns klar, was zu tun ist. Wir müssen also die Vergangenheit ändern, um in der Gegenwart eine Situation zu erschaffen, die in der Zukunft dazu führt, dass er eben nicht diesen tragischen Tod bei Punkt B erreicht. Kurz gesagt, er versammelt hier ein paar Menschen um sich rum. Das ändert eben den Ausgangspunkt A. In Ausgangspunkt D sind Menschen auf dem Marktplatz. Eike überlebt. Ich denke, Sie haben das Prinzip verstanden. Gibt es Fragen bis hierhin? Würde ich Ihnen ganz kurz eine Chance geben. Ich würde mir auch erlauben, zwischendurch mal die eine oder andere Person herauszupicken und nachzufragen, ob alles verstanden wurde. The Aaron. Frage, was wird als Gegenwart definiert? Als Gegenwart habe ich mir die Freiheit genommen, immer hier oben diesen Strang als Gegenwart zu definieren, weil diese eben auch im Spiel immer wieder eingeblendet wird. Das ist also ab 14 Uhr bis 14.30 Uhr, das ist die Gegenwart, in der Eike sich bewegt. Er verlässt quasi diese Gegenwartsebene und entschwindet dann eben in die Vergangenheit, um etwas zu ändern. Dieser Prolog ist noch relativ simpel. Das Kapitel 1, das ich hier frecherweise einmal im Englischen Chapter 1 benannt habe, erklärt diese Systematik nochmal etwas genauer, weil um 14.30 Uhr, das ist also nach dem besagten ersten Todespunkt, erfährt Eike durch eine Wahrsagerin, dass er noch immer in Gefahr ist. Und in diesem Fall ist es so, dass er um 15 Uhr in einer brennenden Bar sterben wird. Das Prinzip hier erneut, wir reisen wieder in die Vergangenheit, diesmal nach 14 Uhr. Eike verscheucht den Brandstifter und die Bar brennt entsprechend nicht ab. Eike überlebt. Kapitel 1, Sie verstehen. Kapitel 2, wird da schon etwas komplizierter. Und deshalb würde ich das auch ein kleines bisschen genauer nochmal erklären, weil hier passieren jetzt wichtige Dinge. Sie sehen, rot ist immer noch 2001. Wir sind also jetzt zweimal dem Tod von der Strippe gesprungen. Und hier ist es jetzt eben so, dass Eike um 15 Uhr von Dada, Sie erinnern sich, Dada ist diese Figur, die in der Bar gearbeitet hat, getroffen wird, die ihm einen Stein der Weisen zeigt. Der wird später noch relevant. Dann wird Eike um 15.30 Uhr allerdings von einem Killer getötet, den wir bis dato auch noch nicht gesehen haben. Er wird getötet und zwar aus einem Baum heraus, so vermuten wir zumindest. Wir verschwinden also wieder in die Vergangenheit, dieses Mal mit Dana. Das ist entscheidend, weil Dana wird ab diesem Zeitpunkt keine Rolle mehr spielen, weil sie möglicherweise im Jahr 1580, so ist jetzt die Theorie bis hierhin, entschwunden ist. Weil das Ziel ist jetzt natürlich, dass wir nicht den Killer, wie man vielleicht vermuten würde, aus dem Baum verscheuchen, sondern wir wollen natürlich einfach den Baum entschwinden lassen. Und wann lässt man einen Baum verschwinden? Natürlich am 18.11.1580 um ca. 9 Uhr. Hier geht eben Dana verloren und Ike kann aber den Baumpflanzer dazu überzeugen, den Baum nicht zu pflanzen. Dieser Baum wird dann ersetzt durch eine Statue, ist also entsprechend 2001 kein Baum mehr da. Kein Killer, der sich in einem Baum verstecken kann, deswegen überleben wir erneut. Nun passieren Dinge, die auch später noch durchaus relevant werden. Um 17 Uhr bekommt Eike, also in der Gegenwart, einen Anruf. Er soll Eckhard Brumm besuchen. Sie erinnern sich, Eckhard Brumm, dieser nette Mann ohne Schnauzer, das ist wichtig. Auf dem Weg dahin wird, so lässt das Spiel vermuten, Eike von einer Vase erschlagen. Und zwar um 17.50 Uhr. Jetzt ist zuvor eine Art Beef, würde die Generation unter ihnen sagen, zwischen Homunculus und Eike. Homunculus möchte aus Gründen, die mir nicht so ganz nachvollziehbar sind, Eike doch noch überzeugen, dass er tatsächlich ihn durch die Zeit reisen lassen kann. Und deswegen teleportiert er Eike ins Jahr 1979. Während er dort um ca. 6.22 Uhr ankommt, wird er allerdings beobachtet. Ja, die Zeitreise wird beobachtet von einem Regisseur, namens Oleg, der später nochmal interessant wird. Wir erfahren außerdem, dass Eckhard Brumm, hier 1979 seine Tochter bekommen hat. Auch das später interessant. Es geht danach wieder, deswegen ist dieser Fall, den können Sie ignorieren in Ihren Notizen, es geht zeitreisetechnisch wieder zurück
zu diesem Zeitpunkt, wo Munkulux ihn wegteleportiert hat, und Ike zerstört daraufhin nach einem kleinen Panikanflug die Vase, die ihm sonst zu Verhängnis werden würde. Er erfährt weiterhin, dass die Frau von Eckhard Brumm bei der Entführung getötet wurde, wo auch seine Tochter entführt wurde. Also das wird noch interessant. Ike überlebt. So, ich würde Ihnen jetzt noch ein Kapitel zeigen. Danach würde ich noch mal ganz kurz auf mein Koti eingehen. Nicht wahr? Wir befinden uns jetzt um 19 Uhr, um 8.04 Uhr. Kann mir jemand beantworten, wann die erste Uhrzeit war, was quasi der Prolog angefangen hat? Also wie viel später sind wir denn hier? Wie wär's denn mit Aaron? Die beteiligen sich ja sehr, sehr vorzüglich am Unterricht. Können Sie mir sagen, um welche Uhrzeit quasi Ike im Café aufwacht? Zu Beginn. Paxman, ich habe nicht, aber eine sehr gute Antwort. Es ist tatsächlich richtig, 14 Uhr. Damit werde ich sie notieren. So um 13 Uhr. Soll das gemein auch noch falsch vorsagen? Naja, gut, okay. Wurde aber beantwortet, Paxman, Dankeschön. Errol war offensichtlich gerade auf Toilette. Also, wir sind in Kapitel 4. Um 19 Uhr jetzt bereits, das heißt, wir begegnen uns an diesem einen, sagen wir mal, original Gegenwartstag, ja, auf einer stringenten zeitlichen Ebene. Hier passiert nun Folgendes erneut, ein Erstechungsmoment. Um 20 Uhr wird Ike von hinten erstochen. Das ist natürlich nicht so schön. Die Lösung dafür findet sich erneut in der Vergangenheit, dieses Mal ja 1902. 1902 ist das erste Mal, dass wir so weit, beziehungsweise in Anfang des Jahrhunderts reisen. Wir waren ja schon mal 1500, 1902. Und hier trifft Ike jetzt Alfred Brumm oder Alfred Brumm. Und Alfred Brumm, Sie erinnern sich, ist jetzt also der Vorfahr von Eckhard Brumm. Das ist entscheidend, weil diese beiden Figuren sich bis auf einen hervorragenden Schnurri nicht so wirklich unterscheiden. Und hier ist quasi die Ausgangssituation, dass Alfred Brumm gerne was mit seinem Gebäude machen würde und ist dabei sich noch nicht sicher, was er aus seinem Haus macht. Aber er würde gerne ein Museum für Karl Franzen machen. Das ist ein örtlicher Künstler und Ike ist da so ein kleines bisschen unterstützend dabei. Außerdem trifft Ike hier Sibylla Brumm und diese Sibylla, die Tochter, repariert die Kleidung. Ike, jetzt wird es ein kleines bisschen kompliziert, ich hoffe, Sie können mir da folgen. Ike ist kurzzeitig ohne Kleidung, weil seine Jacke kaputt ist und die Tochter möchte die reparieren. Jetzt versteht Ike, dass er als Schutz für den Mord um 20 Uhr, 8.4.2001, wo er von hinten in den Rücken gestochen wird, braucht er eine Eisenpfanne oder eine Eisenplatte. Eine Eisenpfanne ist jetzt seine Antwort auf diese Frage. Er zieht sich einen langen weißen Umhang um und reist in das Jahr 2001. Allerdings nicht nach 19.20 Uhr, sondern nach 14 Uhr. Jetzt kommt eine Frage für Sie, die ich in diesem Vortrag noch nicht vielleicht so klar formuliert habe, beziehungsweise noch nicht angesprochen habe. Warum darf sich denn Ike nicht selbst einfach Bescheid geben? Warum reist er nicht nach 19 Uhr und sagt sich selbst, Ike, pass auf, da kommt einer von hinten mit einem Messer, geh mal nicht diese Straße lang. Kann mir das jemand von Ihnen beantworten? Weil sonst Game Over Aaron, sehr schön, da haben sie sich doch jetzt wieder gefangen. Ja, ich habe ihre Leistung hier wohlwollend beobachtet, war kurzzeitig ein kleines bisschen besorgt. Sehr richtig. Wenn zwei Personen sich aus verschiedenen Zeitepisoden die Hand geben, erzeugt das einen Game Over Screen. Das können sie sich eigentlich grundsätzlich fürs Leben auch mitnehmen. Wenn sie sich selber irgendwo begegnen, ist das Game Over. Zumindest wenn sie aus verschiedenen Zeitepisoden kommen. Es ist möglich, dass hier vielleicht auch die zeitlichen Abstände interessant sind. Ja, also wenn sie zum Beispiel aus einem früheren Jahrhundert kommen, ist das vielleicht kein Problem, weil sie da noch nicht gelebt haben. Sie verstehen die Problematik, die ich hier ansprechen würde. Sehr guter Einwand auch, ja, Zeitreise-Anfängerfehler, absolut, ist eigentlich ein grundlegendes, bekanntes Phänomen. Verschmelzung ohne Erinnerung. Das ist fast schon eine philosophische Antwort, da kann man natürlich sehr gerne drüber diskutieren. Aber wir verstehen auf jeden Fall, dass die Hürde, die Ike in der verschiedenen Konstellation der Zeit überwinden bzw. nicht überwinden kann, nämlich genau das ist. Er kann sich nicht selbst einfach Bescheid sagen. Nun ist Ike, ich kann Ihnen nochmal ganz kurz dieses Bild zeigen, da sieht man schon, ja, ist ein sehr
forscher junger Mann. Er ist nicht dumm. Das heißt, wie umgeht er dieses Paradoxon? Relativ simpel. Er macht sich selbst eine Notiz auf einem goldenen Ei, wo man Zettel ausziehen kann. Und das gibt er sich jetzt selber. Wie gibt er sich das selber? Indem er eben nach 14 Uhr reist, 2001. Sie erinnern sich, 14 Uhr. Im Prolog. Was war da? Deswegen hatte ich gefragt. Um 14 Uhr ist Ike im Café hinausbefördert worden, weil er da eingeschlafen ist. Und wir wissen, er musste dort auf den Marktplatz gehen. Also, deswegen 14 Uhr, das ist entscheidend, weil beim Prolog gab es eben eine Menschenmenge, die einem Gaukler, das hatte ich Ihnen vorhin vorenthalten, einem Gaukler zugejubelt hat, in einem weißen Romanzug. Und jetzt können Sie sich denken, wer das war. Tatsächlich war das Ike aus Kapitel 4, ja, der in den Prolog zurückgereist ist, um sich selbst an dieser Stelle eine Nachricht zu übergeben, dass er sich bitte doch eine Bratpfanne in den Rücken stecken soll, damit er nicht stirbt. So. Der Gegenwarts-Ike, ja, also der gerade gereist ist, reist dann wieder zurück ins Jahr 1902, um von dort aus, diesen Fall können Sie sich jetzt auch wieder blau vorstellen, ja, da muss ich mit der IT nochmal reden, das ist so nicht richtig, reist dann zurück nach 19 Uhr 2001. Ike hat in diesem Fall eine Bratpfanne, die er sich dann in den Rücken als Schutz vor diesem Messerangriff in den Rücken hineinstellen kann und Ike überlebt auch hier. So, ich sehe, es gibt eine Frage. Frage, hätte das auch funktioniert, wenn es kein Ei gewesen wäre? Eine Kugel oder ein Würfel? Wir können davon ausgehen, dass die Art, die Beschaffenheit des Objekts innerhalb dieser zeitlichen Episode von Shadow of Memories und dieser Art der Zeitreisen kein Problem mehr gibt. Wir haben gesehen, dass ich damals ja, dass ich immer eine Art Blase, wie wir sie aus Zeitreise-Klassikern wie Terminator kennen, gebildet hat, wo offensichtlich alles, was innerhalb dieser Blase ist, transportiert wird durch die Zeit. Also können Sie natürlich alles, was vielleicht nicht die Größe eines Kleinwagens hat, darin transportieren. Ich sehe eine weitere Frage von Sam. Also war damals schon der Gaukler, aber erst später hat er ihm die Nachricht gegeben. Dieser Gaukler, den wir aus dem Prolog gesehen haben, ist tatsächlich eine gute Frage. Um da nochmal auf meine Grafik von Anfang zurückzukommen. Ergeben keinen, es wäre ein Aspekt, wo ich Ihnen dir zustimmen würde, wir würden sie vielleicht zu den 87 hineinpacken. Vielleicht irgendwo auch noch Richtung Butterfly-Effekt. Ich würde aber zustimmen, dass nach dieser Logik er das damals schon selbst war. Er müsste es selbst gewesen sein, auch damals im Prolog. Korti! Der Energiekonzert, Korti! Trotz dieser Mühe abonniere ich glatt weiterhin. Ich kann diesen Zuruf zwar aus lehrerischer Sicht nicht zustimmen, aber ich schätze ihn noch sehr, sehr herzlichen Dank. Ich sehe gerade, ich habe hier vergessen, meine Boxen groß zu machen. Das muss ich mir selber anlasten. Fahren wir ganz kurz fort. Er überlebt natürlich jetzt hier diesen Angriff. Er müsste tatsächlich im Prolog, innerhalb dieser Zeitreise, und da sind wir tatsächlich im großen Problem. Ja, weil auch hier, falls Sie den Stream, den allerersten Stream verfolgt haben, dann werden Sie gesehen haben, dass ich damals schon gesagt habe, das ist mir aber mächtig verdächtig, dass diese Figur so aussieht, wie sie aussieht. Er war es also auch schon da. Schon damals im Prolog, im zeitlichen Ablauf des Prologs, war das Ike. Er hat sich da allerdings kein Ei zugeworfen, aber er hätte es müssen. Er hätte eigentlich in diesem Moment schon das Ei fangen müssen, wo drin steht, besorgt ihr eine Bratpfanne. So. Also da wäre ich absolut dabei. Das wäre eben eher ein Punkt, wo wir sagen würden, da müssten die AutorInnen noch mal ran, um das noch einmal fixen. So, wie versprochen möchte ich jetzt hier Ihnen ein Bild von Kurti auch noch mal ausführlich zeigen. Sie sehen, hier war er etwas verschlafen. Ja. Und ich kann Ihnen da zum Vergleich auch gerade noch mal eben eine Echtzeitaufnahme von dem Kater zeigen, ne? Das bist du, da erkennst du dich. Hast du eigentlich was gekriegt? Da muss ich kurz nochmal, verzeihen Sie mir mal ganz kurz. Wir gucken mal kurz, was das Internet so sagt. Morgens oder abends duschen, was ist besser? Ja, das lassen wir mal. Hat sich auch wieder hingelegt, okay. Ich wollte mal kurz gucken nach Futter, das machen wir aber danach. So, also,
Gibt es bis hierhin abseits von Kurti Fragen? Ich nehme an, nicht. Wir sehen hier kurz das Spiel, das wollte ich Ihnen nur mal zeigen. Das ist der. So sieht das Spiel aus, wenn es dann läuft. Da wollte ich aber tatsächlich gar nicht hin. Ich wollte nämlich einfach Kurti wieder ausmachen. So, verzeihen Sie mir, das ist Technik, ist immer schwierig. Herzlichen Dank, Aladan. Ich freue mich sehr auch hier für die Unterstützung. Diese Bits werde ich gewinnbringend in Kurtis Verpflegung investieren. Bis hierhin Kapitel 4. Wir könnten sagen, das ergibt einen vielleicht bis zu einem gewissen Prozent Sinn. Was jetzt kommt, da möchte ich Sie tatsächlich bitten, aufmerksam zuzuhören, weil das wird jetzt, wie Sie vielleicht sagen würden, wild. Herr Lehrkörper, wird das auch noch auf YouTube hochgeladen? Das kann ich bestätigen. Die Uploads sind tatsächlich schon in Verarbeitung. Und wir werden zeitnah vermutlich noch dieses Wochenende mit dem ersten Stream anfangen. Vielleicht koppel ich diesen Vortrag auch aus, dass Sie sich das einmal auch nochmal separat anschauen können in Vorbereitung. Kommen wir zum Kapitel 5. Und Sie sehen schon anhand der Menge der Zeichnung, dass die Komplexität dieses Spiels sich etwas erhöht. Was wir hier sehen, ist eine sehr menschliche Emotion von Alk um 20.30 Uhr. Wir beginnen hier in der Mitte, erschrecken Sie nicht, Punkt A. Alk hat nämlich Hunger um 20.30 Uhr. Um das zu erledigen, herzlichen Dank. War noch ein bisschen in der Sofaritze. Dankeschön, ich freue mich sehr. Das wird im Kollegium sicherlich in die Kaffeekanne wandern. Indirekt natürlich nur. Er hat Hunger, er geht in die Bar zum Ei. Das brauchst du jetzt gerade nicht wundern, warum die so heißt. Leider, neben einigen Informationen, wird Ike auch hier vergiftet. Und jetzt ist entscheidend, dass dieser Punkt der Vergiftung und der Zeitpunkt der tödlichen Vergiftung. Kann ich kurz Sie bitten, wer hier jetzt gerade mit Haze um sich schmeißt, da würde ich gerne darum bitten, dass wir nach der Vorlesung, dass Sie noch mal kurz hier bleiben. Ich sehe, dass das Lucky Tricks war. Herr Lucky Tricks, ich würde Sie bitten, dass Sie da noch mal kurz am Ende der Vorlesung noch mal hier bleiben, ja? Und vielleicht können Sie auch schon mal mir die Telefonnummern Ihrer Eltern schon mal bereitlegen. So, jetzt bin ich raus. Müssen wir leider noch mal von vorne anfangen. Also, wir beginnen Shadow of Memories mit der Timeline. Ob ihr Zeitreisen verstanden habt, habe ich gefragt bei meinen Untertiteln. Sie kennen mich vielleicht, mein Name ist Mats und das ist Kurti. Wo waren wir? Also, er wird vergiftet. Um 22.10 Uhr ist diese Vergiftung an dem Punkt, wo er stirbt. Und jetzt ist eben, könnte man natürlich fragen, warum reist Ike nicht vor dieser Vergiftung in die Vergangenheit, um etwas zu ändern? Nein, tatsächlich ist es in diesem Fall so, dass Ike nur nach der Vergiftung reisen kann. Das heißt, er reist mit dieser Vergiftung auch nochmal. Vorhin kam die Frage, könnte das Ei auch eine andere Form haben? Das Ei könnte auch die Form einer Vergiftung haben, weil offensichtlich reist die mit. Die Problematik jetzt ist, dass das Gift ein sehr altes Gift ist von einer Schnecke, die es nicht mehr gibt. Man weiß es nicht genau. Erstmal müssen wir herausfinden, was das für ein Gift ist. Und deswegen reist jetzt, wie gesagt, wird es wild, das ist es, reist er in die Vergangenheit, weil wir brauchen eine Bibliothek, wir brauchen Informationen. Ike braucht diese Informationen und diese Informationen muss er erstmal selber erschaffen. Deswegen reist er ins Jahr 1902. Sie erinnern sich, dort hatten wir bereits in Kapitel 4 die Situation, dass Alfred Brumm dabei war, herauszufinden, was er mit seinem Haus machen soll. Er hat dort ein Museum eingerichtet. In diesem Fall ist es so, dass Ike nun nach 1902 zurückreist, um dort Alfred Brumm davon zu überzeugen, dass er aus seinem Haus eine Bibliothek machen soll. Weil in einer Bibliothek sind viele Bücher. Und in diesem Fall ist es genau das Resultat, dass dann im Jahr 2001 Ike eben in der Bibliothek nach Informationen zu diesem Gift suchen kann. Und er weiß dann auch, dass eben, das hatte ich eben vorgegriffen, dass die Informationen dahin führen sind, dass das ein Gift ist, für die es aktuell eigentlich kein Heilmittel mehr gibt. Und deswegen muss man tatsächlich so in die Vergangenheit reisen und dieses Mal sehr weit in die Vergangenheit reisen, nämlich wieder ins Jahr 1584. Da waren wir noch nicht. Sie möchten jetzt sagen, Moment, da waren wir doch schon. Ich kann Sie da nochmal zurückholen. Wir waren im Jahr 1580, wo Dana war.
wo Dana verloren gegangen ist. Kapitel 5 ist es das Jahr 1584. Wir sind also 4 Jahre nachdem Ike das erste Mal da war und Dana verloren hat. Ike findet jetzt hier das Haus des Alchemisten zerstört. In diesem Haus findet er allerdings einen Schlüssel zum Keller. Im Keller ist selber noch nichts. So, der nächste Punkt, der dann kommt, ist, dass Ike 2 weitere Jahre in die Vergangenheit reist, ins Jahr 1582, wo die Explosion das Haus noch nicht zerstört hat. Dort trifft er jetzt im Keller des Hauses, für den er den Schlüssel gefunden hat, und zwar 2 Jahre später, 1584, trifft er jetzt Wolfgang Wagner. Wolfgang Wagner, deswegen jetzt auch nachträglich nochmal die farbliche Markierung, damit Sie das ein bisschen besser zuordnen können. Wolfgang Wagner und Margarete Wagner, die wir ja auch schon getroffen haben, sind verwandt. Ist tatsächlich der Vater, der seine kranke Frau, da werden wir sicherlich noch Informationen erfahren. Er trifft diese Figur, erfährt ein paar Dinge, über die ich jetzt noch nicht so viel reden möchte, und bekommt dann von der Tochter Eike das Gegengift. Und jetzt passiert etwas, das sicherlich in Zeitreise, Filmen, Medien Ihnen sicherlich schon öfter begegnet hat. Ike ist hier nämlich, geht hier eine direkte Konversation ein mit Margarete. Und wie im Chat das letzte Mal auch schon geschlussfolgert wurde oder gemutmaßt wurde, ist Margarete eine Vorfahrin, eine mögliche Vorfahrin. Das ist deswegen interessant und auch nicht ganz ungefährlich, weil wir ja gelernt haben, dass sich anfassen, direkte Anfassen zu einem Game Over führen kann, ist die Frage, inwiefern sich das auf das Anfassen einer Vorfahren, ja, Sie denken da sicherlich wie ich an Zurück in die Zukunft, wo Dinge passieren mit eigenen VorfahrInnen. So. Anmerkung, Chef of Memories Wiki heißt die Dame Margarete. Wie habe ich sie hier genannt? Margarete. Habe ich sie hier vorne? Möglicherweise habe ich sie hier falsch genannt. Ah ja, okay, verstehe. Das erklärt, warum es wahrscheinlich unterstrichen wurde. Ah, das ist nämlich gar kein Name, den ich da eingefunden habe. Verzeihen Sie mir bitte hier diesen kleinen Fauxpas, dass ich hier... Das kann ich aber fixen. Da kann ich den Vergangenheitsfehler direkt rausnehmen. So. Ich fasse nur ganz kurz zusammen, es kommt zu einem Gespräch. Es kommt zu einem Gespräch zwischen Ike und Margarete, oder Margit, Margarete, so, da bleiben wir jetzt erstmal dabei, dass er aus der Zukunft kommt und dass sie möglicherweise eine Vorfahren ist, deswegen kein Händchen halten. Er bekommt von ihr allerdings das Gegengift und einen Kamm. Mit diesen beiden Gegenständen reist er jetzt wieder nach 2001. Er nimmt das Gegengift und stirbt entsprechend nicht. Und hier können Sie schon merken, dass das hier eine Ebene erreicht, wo ich sagen würde, das würde ich fast eher den 2 Butterfly-Effekts zuordnen. Ja? In Kapitel 6, da werden wir jetzt ein bisschen drüber fliegen, weil ich sehe gerade, die Zeit rennt so ein bisschen davon. Wir wollen ja noch 1, 2 kurze Slides von Kurti, würde ich Ihnen gleich noch zeigen. Deswegen gehen wir nochmal kurz durch Kapitel 6 und 7. Kapitel 6 ist tatsächlich ein bisschen übersichtlicher, aber fand ich bisher humoristisch sehr, sehr gut aufgefangen. Wir sind wieder im Jahr 2001, 23 Uhr, also befinden uns jetzt schon relativ spät am Abend. Und wir sehen eine Menschenmenge, die sich an einer Litfaßsäule versammelt, sich allerdings nicht für den Film interessiert, der dort beworben wird. Und das sorgt dafür, dass erneut wieder keine Menschenmenge da ist, die Ike schützt. Deswegen wird er um 23.02 Uhr von einem Auto überfahren. Sie sehen, das ist eine kurze Zeitspanne. Innerhalb dieser kurzen Zeitspanne, weil jetzt natürlich die Überlegung, die Sie sich sicherlich auch gerade, die Sie auch sicherlich schon anstellen, ist, wie können wir jetzt verhindern, dass dort mehr Leute sind? Natürlich, wir müssen den Film interessanter machen. So, wenn Sie mir jetzt aus dem Stegreif sagen könnten, in welchem Kapitel wir bereits von einem möglichen Regisseur gesehen wurden. Ja, ich werde Sie da jetzt nicht weiter, in Anbetracht der Zeit nicht weiter foltern, aber wir erinnern uns, in Kapitel 2 wurde Ike, nämlich, in Kapitel 3, entschuldigen Sie bitte, wurde Ike 1979 von einem Regisseur bei der Zeitreise beobachtet. Erwin erneut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich würde sogar sagen, das ist hervorragend, das ist sehr, sehr gut. Bei Ihnen mache ich mir keine Sorgen, was die Klausur angeht. Also 1979 wurden wir gesehen und tatsächlich ist es jetzt auch hier der Fall, dass wir jetzt zwar ein bisschen später nach 1980 reisen und dort erneut Oleg treffen, der auf uns gewartet hat, weil das seine große Inspirationsquelle ist. Und wie Sie jetzt auch denken können, führt das dazu, dass Ike im Gespräch mit Oleg den Film so interessant macht, dass
sich dahingehend etwas ändern könnte. Weiterhin wird er 1980 auch Zeuge von der besagten Entführung von Eckhard Bruhms Tochter, die er Dana nennt. Die Dana heißt, Sie erinnern sich, wir haben bereits eine Figur namens Dana, die verloren gegangen ist im 15. Jahrhundert. Diese Tochter, das Baby zu diesem Zeitpunkt, wird entführt offensichtlich von Homunculus, der dann eine Zeitreise möglicherweise, also zumindest sieht es sehr danach aus, vollführt, die Frau stirbt. Das heißt, wir haben hier einen relativ genauen Zeitpunkt. Ike reist dann zurück nach 2001. Es sind jetzt sehr viel mehr Menschen da, die sich für diesen Film interessieren. Ike wird nicht vom Auto überfahren. Ike bekommt daraufhin aber dann einen Anruf von Eckhard Brumm. Er soll das Buch zurückbringen. Und jetzt nähern wir uns langsam dem Ende dieses Vortrags und auch dem Übergang in die interaktive Session. Es wird allerdings noch mal ein kleines bisschen komplizierter, vielleicht sogar die komplizierteste Session, die wir bis hierhin hatten. Also, wir sind am 9.4. jetzt 2001, in der Nacht, ja, vom 8. auf dem 9. Um 1 Uhr geht Ike auf dem Turm. Er wird vom Turm allerdings hinuntergestoßen und stirbt. Wir reisen also vorher in die Vergangenheit, weil wir, um auf diesen Turm vorher zu kommen, einen Schlüssel brauchen. Das ist jetzt hier ein bisschen vereinfacht. Tatsächlich reisen wir hier einen Tag in die Nacht vorher nochmal zurück, stellen fest, wir kommen nicht ohne Schlüssel auf den Turm. Wir müssen uns erst diesen Schlüssel organisieren. Diesen Schlüssel organisieren wir uns von 1902. 1902. Er nimmt sich dort den Schlüssel für den Turm, wird dabei aber von Sibylla gesehen und Ike nimmt sich auch das zu diesem Zeitpunkt noch neue Seil mit. Man kann sich auch später ein Seil mitnehmen, das ist allerdings alt und wenn man das benutzt, stirbt man. Entsprechend hier in der Zeit 1902, er nimmt sich da das Seil mit. Wir reisen dann in die vorige Nacht, also 7.4. 20 Uhr, kommen mit dem Schlüssel in diesen Turm, können dann das neue Seil an die Wand des Turms, des oberen Turms, binden. Man bekommt hier noch ein Telefonat mit Eckhard Brumm und dem möglichen Auftragsmörder mit. Danach wird wieder gereist und zwar in die nächste Nacht, um 1 Uhr Nacht, vom 9.4. Ike kann dann, kurz bevor der Mordfall stattfindet, ja, sich das Seil um die Hüfte binden und überlebt also dann den Todesstoß-Dings. Aaron, erneut ein Bienchen für Sie. Kleiner Streber heute, aber das finde ich tatsächlich sehr sympathisch in meiner aktuellen Labrolle. Sehr gut aufgepasst erneut. Ich habe diesen Fehler natürlich mit Absicht eingebaut. So, und das ist der Punkt, wo wir aufgehört haben. Ich hoffe, wir sind alle mitgekommen. Das ist der bisherige Status quo. Tatsächlich ist es aber so, dass Ike noch ein kurzes Gespräch mit Eckhard Brumm hat und da geht es nochmal ganz kurz um die Entführung, die stattgefunden hat, deren Zeuge wir waren, und dass Eckhard Brumm erpresst wird, nämlich mit der Tatsache, dass seine Tochter noch lebt, irgendwo lebt. Wir würden fragen, ja, wir gebildeten Menschen würden fragen, irgendwann lebt. Und in dem Moment, wo Eckhard Ike umbringt, würde seine Tochter zurückkehren. Ike gibt Eckhard jetzt den Kamm. Den Kamm haben wir von Margarete gekriegt um 1500. Ich möchte Ihnen jetzt an dieser Stelle zum Abschluss noch ein, zwei Bilder von Kurt zeigen. Eines meiner Lieblingsbilder ist sicherlich dieses hier, wo Sie sehen können, dass er sehr wohlig sich zusammengerollt hat. Sie können auch hier die sogenannten Böhnchen erkennen. Die sind, haben die meisten Katzen, man möchte sogar sagen alle. Und mein aktuelles Abschiedsbild möchte ich Ihnen dies hier nochmal mitgeben. Wenn Sie in der Klausur sitzen und die Frage kommt, warum reist Ike durch die Zeit, möchte ich, dass Sie sich daran erinnern, zum einen an diese Bilder von Kurt, wo Sie auch die kleinen Zähnchen hier sehen können, und zum anderen an die Grafik, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Ich finde die Theorie von es ergibt alles keinen Sinn, zum Teil doch sehr nachvollziehbar. Gibt es auch ein Bild einer soliden, alles in einer verbundenen Grafik? Lagitris, das ist eine gute Frage. Ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich würde das tatsächlich aufschieben für den letzten Zeitpunkt, wenn wir durch sind. Dann würde ich das alles mal zusammenführen. Dann können Sie sich das gerne als PDF separat runterladen. So,
Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir die Pinkelpause überspringen und entsprechend in dieses Machwerk eintauchen, über das wir jetzt mehrfach geredet haben. Gibt es ansonsten noch akute Fragen, die ich Ihnen beantworten muss? Oder würden Sie sagen, das war doch schon mal gar nicht so verkehrt? Ach, oh Gott. In dem Sinne bedanke ich mich. Mein Name ist noch M. Leubner. Sie kennen mich aus der Hongkong-Presse. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne vertrauensvoll an Aaron, den Schülervertreter, den ich gerade bestimmt habe, wenden. Oh. Ich habe viel zu viel Zeit in diese Grafik gesteckt, das hat aber auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin tatsächlich das gesamte, also die Stream-Aufnahmen nochmal durchgegangen und habe das abgeglichen und bin im Wikipedia ein bisschen rumge... Gut, die hast du gepupst? Nee, im Wikipedia ein bisschen rumgedings und hab versucht, das irgendwie nachzuvollziehen. Es ist schon wild, es macht aber auch sehr, sehr viel Spaß. Mm. So. Wenn sonst alles cool ist... Stimmt, und Lager, ich bin auch ein türkischer Journalist. Stimmt, es gab irgendwo ein Bilder-Theft. Ja. Herr Lehrer, wie schätze die Qualität des Spiels bis jetzt an? Also ich muss tatsächlich sagen, bis hierhin finde ich es ein Erlebnis. Also wirklich, es ist ein Erlebnis, auch ein sehr eigenes Erlebnis. Und ich finde es ist sehr chunky natürlich. Es gibt jetzt vielleicht auch noch nicht so viele spielerische Elemente, wo ich sagen würde, da kann man krass reingritschen. Aber ich mag, dass das dieses Zeitreise-Ding einfach so krass durchzieht. Das hätte ich, glaube ich, nicht erwartet. Deswegen, bisher bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Ich finde es sehr unterhaltsam und ich glaube, das ist eigentlich das, worauf so ein bisschen ankommt. Ob das alles Sinn ergibt oder nicht. Ja, Herrgott. Ey, wir sind in Kapitel 8. Das ist schon gar nicht so, so früh. Genau, also nochmal, ne, Ausgangspunkt ist, dass wir Infos haben, dass es offensichtlich, also jetzt den Auftragsmörder gibt, der seine Aufgabe jetzt weitergibt. So. Ich finde ja aber, dass die Zeitreisesachen eigentlich sehr simpel und nachvollziehbar sind. Ja, aber es ist, glaube ich, wie in jeder Zeitreise-Storyline, in dem Moment, wo du anfängst, drüber nachzudenken, ergibt alles keinen Sinn mehr. Und das darf man, glaube ich, nicht, sondern man muss da schon so ein bisschen wohlwühlen sagen. Ich würde diese Mühe und Aufwand jetzt gerne ein paar Subs raushauen, aber ich werde sie bis September nicht so. Oh. Also ich freue mich, dass ihr da seid, das reicht schon. The Stone. Ach ja, wir haben das Bild gesehen. Dana? Gott sei Dank habe ich diese Grafik gemacht. Wir haben nämlich das letzte Mal ein Bild gesehen noch, bevor dann der Ladebildschirm kam. Und zwar von Dana, die den Stein der Weisen hat. Den roten. Die ja in die Vergangenheit gereist ist und die wir seitdem nicht mehr gesehen haben. Deswegen würde ich sagen, ist jetzt auch der nächste Zeitpunkt schon wieder die Reise in die Vergangenheit. Mein Problem damit ist, dass ich gerade keine Energie habe dafür. Es wird... Ah ja. Was haben wir denn da? Find out who's after you. I'll help out as much as I can. Wir könnten theoretisch, das haben wir jetzt glaube ich nicht mehr aktiv, eine Katze mitnehmen. Aber da diese Quest nicht mehr aktiv ist, weil ich zweimal Game Over gegangen bin, können wir jetzt keine Katze mitnehmen. Das sind ganz viele Sachen, die wir uns glaube ich nochmal bei späteren Durchlaufläufen angucken können. Weil ich glaube, Minimum ist, dass man das noch einmal spielt. Ich bin noch nicht sicher, inwiefern das Spiel... ein paar Komfortfunktionen dafür in die Hand gibt oder ob man das einfach nochmal spielen muss, weil das ist ja bei den ersten Durchläufen kannst du die ganzen Zwischensequenzen nicht wegdrücken. Ich bin jetzt ganz aktiv auf der Suche nach einer Möglichkeit endlich mal eine Zeitreise anzufangen. Hier können wir raus. What do you mean, spätere Durchläufe? Naja, also wir müssen mindestens diese Katzennummer will ich auf jeden Fall machen. Ich möchte auf jeden Fall Sibylla in der Vergangenheit eine Katze aus der Zukunft bringen. So, hier ist doch einer, sehr gut. Also wenn das alles ein bisschen sagen wir, einfacher, simpler gestaltet ist, finde ich das cool. Ansonsten suchen wir es raus. So, 1548 sind wir jetzt. Ich hoffe, ihr macht Notizen. Ich werde das nachträglich machen. Wenn der Charakter zu weit hinten steht, macht eine Komfortfunktion... Wow. 1584. Ist das richtig? Ne, da muss sie ja schon dann eine alte Frau sein, vermutlich, ne? Weil wir sind ja 1500 noch was mit ihr dahin gereist.
Ich guck mal kurz auf meine Grafik. 1580, 4 Jahre später, alles klar. Das heißt, Dana ist 4 Jahre jetzt in dieser Vergangenheit. Oh yeah. 84. I should ask about that picture. Oh yeah. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich zum ein alter Plan. Ich würde jetzt sagen, wir gehen zum Atelier. Ja, ne? Ergibt Sinn. Mats, wie lange hat es gedauert, diesen Vortrag vorzubereiten und ist deshalb die geplante Hochzeit in Gefahr? Nee, in Gefahr nicht. Ich habe aber schon... Also, was habe ich jetzt ganz... Naja, waren bestimmt so ein paar Stündchen habe ich da locker reingesteckt. Warte mal, können wir hier auch rein? Aber das hat mir auch ehrlich gesagt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist natürlich Quatsch. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, war das jetzt Quatsch. Ich hätte auch einfach auch diese Grafik zeigen können, aber ich fand es irgendwie, fand ich es schön. My dream is to keep this shop going forever and ever. Na, da habe ich gute Nachrichten für dich, Brotfrau. Können wir hier schon noch irgendwas mitnehmen? Ich mache jetzt gerade, glaube ich, wieder so einen kleinen Fehler. Obwohl wir gerade keinen Todesfall haben, ne? Wir haben gerade keinen Punkt, wo, weg damit. Ach so, fällt mir gerade ein, wo ich gerade den Haze sehe. Ich wollte mich nochmal, also, Elirael habe ich, glaube ich, da erstmal danke für 7 Monate, freue ich mich sehr drüber. Fürstin auch nochmal herzlichen Dank, 8. Monat. Neusi ebenfalls 9 Monate, hart, krass. Lucky auch 8 Monate, Dankeschön. Außer haben wir noch ein paar, sind noch ein paar Leute gefolgt und ich habe gesehen, Matze for to play oder 42 play hat vor 3 Tagen mit Prime abonniert. Finde ich immer lustig, wenn Leute das machen, ohne dabei sein zu müssen. Das finde ich irgendwie cool. Also einfach ein Prime da lassen, ohne im Stream zu sein, ohne irgendwie, weiß ich nicht, ist Respekt. Also, oder? Warum denn nicht? Freue ich mich. Wollte ich mich noch nachträglich einmal bedanken. Leckerlis für Kurti machen wir. Obwohl, wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt ein paar Leckerlis machen? Warte mal, Kurti. Mal ganz kurz hier, Kurti. Komm, wir machen mal kurz ein paar Leckerlis, oder? Du hast ja vorhin noch ein paar auf. Kurti. Lecker, lecker, lecker. Guck mal hier. Ich hab dir auch ein paar große hingelegt. Scheiße, wir sind schon seit einer Stunde? Mann, dieser Vortrag war ein bisschen lang, wa? Er war ein bisschen lang, der Vortrag. Sehe ich ein. Aber irgendwie dachte ich auch, ich hab da Bock. That right there is emotional damage. Dankeschön, Cantados. Herzlichen Dank. Da freut sich die Community, nehme ich mal an. Also hoffe ich. Wenn sie sich nicht freut, haben sie es nicht verdient. So, guck mal, wer geht da hin? So, wer hatten wir denn? Wir hatten von Miss Pixel und von Senior Kaffee gibt's was, Kurti. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Ja. Ich habe das Gefühl, er setzt sich auch deswegen jetzt gerne hier hin. Um genau das zu provozieren. Njam, 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 njam. Gestern hat er auch wieder ein bisschen gekotzt. Gestern wollte ich einfach entspannt ein bisschen arbeiten. Kurti hat gesagt, ich habe da übrigens aus Versehen hingekotzt. Ich glaube, er hat mit Absicht da hingekotzt. So, das soll erstmal reichen. Einen noch für mich. So, oh, es ist aber auch ein feiner kleiner. Wir würden ihn ja gerne mit zur Hochzeit nehmen, aber es geht nicht. Ich trinke auch nochmal kurz einen Schluck Kaffee, wa? Ich habe mal tatsächlich eine Vorlesung, in Anführungszeichen so einen Vortrag bei einer Uni zum Thema Interactive Storytelling in Videospielen gemacht. Das war ungefähr ähnlich, ich habe aber ein anderes Hemd getragen. Da habe ich Mass Effect und so weiter, hatte ich daran, da erinnere ich mich gerade an. Das war auch schön. So, Kurti. Das hat er gut gemacht. Njam, njam, njam. Aber das, seitdem habe ich keine Vorlesung mehr gehabt, deswegen war das gerade, war es irgendwie schön. Ich war auch ein bisschen nervös, war wirklich so ein bisschen wie vor so eine Klasse zu treten. Und dann zu sagen, hallo. Ich bin auch lustig übrigens. Unangenehm. So, da haben wir doch. Das ist jetzt... Da ist sie das? Ist das Dana? Sieht so aus, wa? Oh, da würde ich jetzt aber eine Ansage erwarten. Dana? You're from that... Ike? I was worried about where you were. Yes, I was pretty shook up too. When I got separated from you. I'm glad you're okay.
I'm really sorry you got mixed up in all this. I was scared to death, though. It was pitch dark, too. But it only took me a bit to figure out that it was the same place, and I started thinking that maybe it was just a different time. Sie ist sehr schlau zum Glück. The buildings and the streets are almost exactly the same, so... Wow, you thought of all that and didn't freak out? I would have for sure. Well, it took a while to get used to. Things only fell into place lately. I looked for you for a long time, you Wenn know. Sie jetzt gleich sagt, dass das total cool ist. I'm sorry. I looked for you too, but I didn't have any luck. Oh, es wird gesiezt. Well, no use worrying about what's done. It's been 4 years after all. Huh? Oh yeah, I guess it would be. You do look more, well, I don't know, mature, come to think of it. What do you mean? Oh, nothing really. Sind mehr Sepia auf jeden Fall. A night watchman helped me that first day. And since then, I've done a lot of different things. I even worked in a mill for a while. But now, I'm a chambermaid at the Squire's Manor House. Ooh. I feel so content these days. I feel like I should be thanking you. Why are you modeling for a picture? The Squire is a patron of this painter, and that's how I met him originally. He said he really wanted to use me as a model, and I just couldn't say no. I see. Vergangenheitsmaler. The Squire's daughter was supposed to model, really, but she didn't want to do it, so... I ended up taking her place. So the girl in the picture is you. Oh, I don't even start posing till tomorrow. I just came over today to work out the schedule and all that stuff. But the picture will eventually be painted. Hey, why did you come here today? Are you here to take me back? You know how to, don't you? Sure. Do you want to? Go back to our own time with me? I did, you know. Of course I wanted to, but not anymore. Not anymore? So schön im Haus sind gut zu arbeiten. I have no one there. No parents, no family. So I'll be okay here. No one will worry about me. No one expected anything of me back there. No one was watching, no matter how hard I worked. So there really is nothing for me there. I mean. Okay. Da hätte man jetzt super einen Vogel platzieren können, mich ein bisschen zu achten. Dana. Don't worry about me, Ike. Krankenversicherung war cool. I'm grateful to you, you know, this world, this age. Ja. I feel like I've come home after a really long trip. Mhm. That's how right it feels, and I mean that. So please, don't look for me anymore. This is where I'm going to spend my life. I've already made up my mind. Ey, ist ja okay. Oh, remember this? Ja, dann hat sie den ja aber nicht mehr auf dem. That stone's a look. Do you mind if I ask you to give that to me? Ah, Aaron, nicht schlecht. Of course, you can have it. Tauschen einfach aus. If it weren't for this stone, I would have never met you. Oh, Cookie. Never would have ended up right here now, talking to you like this. I've always thought that there was something very important about this stone. But that's okay. That's the reason I thought about having it included in my portrait. After all, I got to see you again. Here you go. Thanks, Dana. Woher weiß sie, was rot ist, wenn sie in der Seeverhung werden? Weil sie aus der Zukunft funkt, da war rot schon erfunden. There's someone you know that I work with at the manor house where I'm being looked after. He and I, well, we're going to start a life together. Ja, das someday, wirst du dir von so deinem Gutsherrn Dienstmädchengehalt sicherlich ein eigenes so Haus und so sollte da realistisch sein. I'm ja. really sorry, Ike. Won't you regret it? No, I won't. It's all right. Okay. Hey, Twist, das ist ein okayer Plot-Twist, kann man machen. Thanks. You too, Ike. Auch wenn die Romantisierung des 15. Jahrhunderts sicherlich, gerade schon Zahnarzt gelesen, wenn du Zahnschmerzen hast, so,
ja, sich einfach umdreht und sagt, na gut, haben wir jetzt den? Ich habe den roten Stein jetzt, ne? Den Philosopher's Stone habe ich jetzt. Da ist er. Endlich habe ich den Stein. Ob ich ihn Dr. Wagner hätte geben sollen? So, weil wir haben ja, das habe ich glaube ich in meiner ausführlichen Grafik nicht aufgeschrieben. Der hat den ja auch gewollt. Hätte geben sollen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich jetzt noch die Möglichkeit, ihm das zu geben, ne? Weil wir können doch jetzt theoretisch rübergehen ins, wo ist denn mein... Ich möchte, dass du den roten Stein Dr. Wagner gibst, hat Homunculus gesagt. Homunculus ist jetzt ja ein bisschen shady. Wir wissen, dass der irgendwie auch schon im 15. Jahrhundert, als wir da waren und das Haus explodiert ist, da haben wir den gesehen, wie er so ein bisschen verwirrt war und auch gefragt hat, wer bist du, glaube ich. Ne? Der wusste nicht, wer wir sind. Und da war ja die Theorie auch schon, dass der möglicherweise da erst entstanden ist. Ist das Spiel eigentlich linear oder gibt es mehrere Lösungsmittel? Ich würde sagen, es gibt... Ich kann mir vor... Also ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, weil ich es jetzt auch zum ersten Mal spiele, aber ich kann mir vorstellen, dass es unterschiedliche Enden gibt, weil man tatsächlich Dinge verschieden irgendwie lösen kann. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein Punkt, ob man jetzt den Dr. Wagner... Ich möchte, dass du den roten Stein Dr. Wagner gibst. Und man kann ihn offensichtlich ja auch nicht Dr. Wagner geben, wenn da schon steht, hätte ich ihm den geben sollen. Warte mal, wo sind... Jetzt ist ja gerade meine... Warte mal, Moment, jetzt muss ich tatsächlich selber mal ganz kurz auf meine Timeline gucken. Weil wann ist denn das Haus? Ist wann explodiert? 1984. Und wir sind 1584, Entschuldigung. Wir sind aber drei Tage... Oh, jetzt... Okay, jetzt wird's interessant. Ja, gibt verschiedene Enden, hoffen, das geht jetzt nicht schon nach zwei. Nee, danke, das würde ich sagen, ist okay. Herzlichen Dank. Okay, folgendes ist ja... Ich bin sehr froh, dass ich mir meine Grafik gemacht habe. Weil tatsächlich... Also, ich blende euch das mal nicht an, aber die Explosion war am 13.08.84 und wir sind jetzt am 3. Das heißt, wir sind vor der Explosion. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wenn wir diesen roten Stein abgeben, dass dann alles explodiert. Wäre jetzt eine Möglichkeit, oder? Ist ja krass, dass meine Grafik wirklich Sinn, also in dem Sinn, in dem Maß Sinn ergibt und hilfreich ist, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet. In dieser Kirche war noch gar nichts, das ist ein bisschen merkwürdig. Hier ist auch immer noch nichts, ne? Hier ist einfach ein Setting, wo noch nichts passiert ist. Und wo es auch nichts gibt. Steht da irgendwas? Kirche. Wer trockt hier? Irgendwas Komisches steht da. Hätte ich ihm... Also ich würde sagen, wir geben den Stein tatsächlich mal dem Herrn Wagner, um so ein bisschen der... Story zu frönen. Hier hinten ist übrigens die Bar zum Ei. Die wir gebaut haben. Also was heißt gebaut haben? Wir haben, ist die hier nicht? Die ist hier noch gar nicht, weil... Oh Gott, jetzt... Wann haben wir ja... Das habe ich mir jetzt gerade nicht notiert. Die war hier oder sowas, ne? Ja. Gebe ich diesen Stein? Was haben wir denn noch als Möglichkeit? Werde ich Dana und den Rundstein sehen? Museum oder ein kalter Tag? Da können wir entscheiden, ob er ein Museum oder eine Bibliothek machen soll. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, gesagt, mach wieder ein Museum draus. Kalter Tag 1980, das ist dann da, wo... Homunculus das Kind entführt. TED-Talk schon vorbei. Ja, TED-Talk schon vorbei. Wir haben aber fast 30 Minuten, 40 Minuten haben wir gemacht. Die waren aber sehr artig und sehr aufmerksam. Da können wir... Es gab nur eine Störung mit Haze. Das habe ich aber erwartet. Hab's auch ein bisschen von der Person erwartet. Die stellt sich... Also, mal gucken, ob die durchs Studium kommt.
So. Nee, nicht alle eins mit Sternchen. Nee, nicht alle. Aber fast alle. Ansonsten waren alle sehr artig. Doch. Ich überlege, ich bin gerade ein bisschen wie ein Hadern. Also was ist noch für... Weil wir können jetzt natürlich auch zum Beispiel nochmal nach 1980 reisen. The girl in that house over there wears some pretty clothes. I wish I could dress up like that. Okay. That house where the research is being conducted. Das ist das Alchemiehaus? I tell you, I won't go near the place for fear I'll be cursed. Lehrerin ist weg, ihr könnt wieder rauskommen. So. Wenn ich, also wenn Amelie mich heiratet, wird die dann auch Streamerin eigentlich? Schon, ne? Also dann muss sie eigentlich auch streamen. Come on. Get out of here. Okay. Ergibt das Datum 3.8.15 überhaupt Sinn? Irgendwann wurden noch die Zählweise der Monate geändert. Das weiß ich nicht. Wie das mit Zeitrechnung und so weiter war, keine Ahnung. Okay, hier gibt es auch tatsächlich nicht so viel. So wie die Frau von Bürgermeister. Ja, diese Frau Streamerin. Cool. Können jetzt nochmal zum Gutshaus, zum Lord's Manor vielleicht nochmal gucken. Pärchen Obscur. Oh Gott. Ich weiß, ein Horrorspiel mit Amelie, ich weiß nicht, ob das so eine richtig gute Idee ist. Also wegen mir jetzt. Amelie spielt das, glaube ich, locker weg. Und erster Pärchen-Stream muss auf jeden Fall mit Kuti stattfinden. Also auch mit Stray, ja, auf jeden Fall. Leo war quasi Amelie-Ersatz, als er dann das erste Mal da war. So, hier ist aber auch weiter nichts. Ich glaube, wir können, also ich meine, man könnte jetzt natürlich die Zeitreise machen. Wir könnten jetzt eine Zeitreise machen, um nochmal zu gucken, wie es mit diesem, mit der Entführung war. Man kann jetzt den roten Stein abgeben und ich glaube, dann nimmt hier die Story den Lauf. Ich würde tatsächlich mal probieren, was passiert, wenn wir jetzt nochmal hierhin reisen. Weil gerade gibt es ja auch keinen Zeitpunkt, wo wir sterben, ist jetzt mein Gefühl. Theoretisch könnte man, also, oder? War irgendwas? Nee. Wir sind nicht vergiftet. Der letzte Mord war der Schubs vom Turm. Also eigentlich... Alter, ist das... Nee, oh, Schneespuren. Oh, das Geräusch. Und seinen starksten. Hervorragend. Weil wir auch immer noch nicht wissen, was er da eigentlich in der Hand hat, ne? Was ist denn das? Ist das... Statue des Mannes, der mysteriös wird. Ach, das Handy war das, oder? Das ist das Handy, weil wir in der Vergangenheit einmal Leute verjagt haben. Mit dem Handy. Deswegen ist es das Handy. Ich guck mal erstmal in den Antikshop. Ich glaube, den Mord haben wir schon verpasst. Jetzt kann das sein. Kamera. Hier nicht der Antikshop? Kann die Kamera leider gerade nicht so richtig gut beeinflussen. Naja, hat offensichtlich zu. Bar zum Ei hat auf. Da kann man rein, aber ist nichts. Oh, Törtchen. Oh, ja, richtig. Wow. It's cold today, isn't it? Total, hast du vielleicht... Nee, nix, ne? Das finde ich aber... Also, schön designt. Guck doch mal hier. Schnecken, Brot, so Taschen, noch mehr Schnecken, Muffins, Törtchen, Baguette. Richtig deutsch. Ist das Kohl da hinten? Nee. Bret. Ey, das Spiel ist, wie gesagt, vor Silent Hill 2 rausgekommen. So, ich gehe mal gucken, ob ich den Mordfall nochmal, ob der schon passiert ist.
Toast mit Guacamole. Es war kein The German Guy Hummus, aber immerhin, ey, das ist immer noch das Wildeste, was Leo Lee gemacht hat. Das war verrückt. Ist auch nix. Er wirkt immer größer. Kann das sein, dass er einfach immer größer wird? Was ist denn das hier? Achso. Ike? Okay, dann können wir nämlich jetzt auch reisen. Ich glaube, eine Sache, die ich erst jetzt so richtig verstehe, ist, dass die Zeit immer weiter läuft. Also die Originalzeit, egal wohin wir reisen. Also die Gegenwart läuft quasi weiter. Da ist es jetzt 3 Uhr 53 und die verändert sich ja auch nicht, ne? So, war hier nicht der Mord? Hä? Ich dachte, er wäre hier irgendwo. Also die Entführung meine ich, nicht der Mord. Ich dachte, die hätte hier stattgefunden. Man wächst mit seinen Aufgaben. Okay, hier ist offensichtlich aber noch nix. Ich dachte, das war irgendwie 14:45. Habe ich mir das nicht auch aufgeschrieben? Ja. Am 7.2.1980 um 14:45 war der Mord. Dann ist hier schon alles durch. Dann sind wir zu spät. Würde ich sagen. Okay, na gut. Ja, dann machen wir mal so, wie das Spiel sagt, wa? Dann reisen wir jetzt mal wieder dahin, geben mal den Stein ab und dann verstehen wir vielleicht so langsam, was da im Hintergrund passiert ist. Also, der Verdacht ist jetzt, also was er auch schon richtigerweise, finde ich, angemerkt wurde, ist, dass der Herr Wagner und Ike schon eine gewisse haben, die sehen schon sehr ähnlich. Waren wir schon gut mit unseren Händen bei unserer Vorfahrt? Noch nicht. Auch da gehen wir jetzt hin. Also mit den, also da gehen wir jetzt hin zur Vorfahrt. Aber nicht, um da mit den Händen gut reinzugehen in die Situation, sondern um den Stein abzugeben. So, hier rüber. Und hier, ne? So. Ah! Ah ja, der Sohn, den gibt's ja auch noch, Hugo. To show up unannounced, don't you? Wir waren ja seit Jahren nicht mehr hier. Father's down in the basement working. You did come to see him, not Margaret. Mit Doppel R. Oh, stop it. Den Gag hat er jetzt jahrelang auf der Zunge. So. Yes. Ja, weiß nicht. Wollte mal tschüss Gespräch, fand ich. Dankeschön. You wish to speak to my father? Ich glaube, ich soll mit dem Vater reden. Miguel, danke. Kurti ist gerade unterwegs. Wahrscheinlich macht er Unsinn. You have by chance the Philosopher's Stone? Yes, is this it? Zufälligerweise habe ich ihn doch. That's the only stone I know that fits the bill. Weltweit. In the name of heaven, I shall start the preparations for the experiment right now. Aha. It's all right. It doesn't matter if this is not the true stone. I'm grateful for your help regardless. But if it is the stone, the results should be wondrous. Please come back again in, let's see, 10 days. 10 days, okay. That would be the 13th. Oh, ja. Oh. What is it? That experiment's dangerous. That may be, but this is something I want to do. Something I must do. Please try to understand. Ich mach gerne 10 days from now. By then, the experiment should yield fruit. I will be able to show you the homunculus. Ah! At last, science will prove itself capable of creating life. How I wish she could have been here, Helena. Seine Frau, die ist tot. That is my only regret. See you in 10 days, then. Oh, one more thing. Could you keep this a secret from Hugo and Margaret? Knowing Hugo,
If he learns of this, he might do something like attempt to bring Elena back from the dead. Ja. Find er nicht so gut, oder? He can't seem to face his mother's death. Should this experiment succeed, if I manage to find what answers I can in my quest for truth, I shall commit all records of my research to the fire. Also. Now, take care. Ja, er ist auch wirklich so groß und es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also, warte mal. Wo ich gerade ein kleines bisschen Angst gekriegt habe, ist, als er, okay. Also, dass er schafft Homunculus mit diesem roten Stein. Und jetzt ist ja die Theorie, wir wissen immer noch nicht, wer den Mord auf uns initiiert über die ganze Zeit. Also, es wird ja nicht Homunculus sein. Weil der ist der Grund dafür, dass er selber existiert. Weil er ja quasi Ike auf diese ganze Reise und durch die Zeit schickt und so weiter. Also, er garantiert ja mit seinem Handeln überhaupt seine eigene Existenz. Wo haben wir den Stein her? Den Stein haben wir gerade von Dana bekommen, die wir in der Vergangenheit besucht haben. Und die hat aber gesagt, sie bleibt in der Vergangenheit, hat sie den Stein wiedergegeben. Und wir wissen, dass sie den Stein hatte, weil wir ein Bild von ihr gesehen haben, mit dem sie gemalt worden ist. Jetzt aber nicht mehr, weil sie den Stein nicht mehr hat. Ne? So, falls Dr. Wagner die Wahrheit sagt, das ist ein nächster guter Punkt. Ich war nur gerade tatsächlich so, ich dachte erst, Homunculus treibt irgendwie da sein Spielchen, macht ja auch sein Spielchen. Aber der will sich, glaube ich, nur am Leben erhalten. Wer hätte denn jetzt ein Motiv, uns davon abzuhalten, quasi Homunculus zu erschaffen? Weil das ist ja, im Kern ist das jetzt ja gerade das Großessentielle, was passiert. Weil alles dreht sich ja um diese Erschaffung. Irgendjemand möchte ja offensichtlich verhindern, Homunculus zu erschaffen. Stellt euch vor, jetzt wird Hugo noch zum Superschurken. Weil einfach mal auch so die Mutter von den Toten zu erwecken. Ja, okay, cool. Mach doch einfach den Frankenstein. Hat immer gut funktioniert. Überall. Wer hätte ein Motiv? Ike hätte was dagegen. Warum hätte Ike was dagegen, Homunculus zu erschaffen? Weil er am Ende stirbt? Nee. Weil das, wenn man versucht, Ike aufzuhalten, kann das Motiv ja eigentlich nur etwas sein, was Ike tut. Und das Größte, was er tut, ist eigentlich diesen Stein der Weisen an den Dr. Wagner zu geben. Das ist ja eigentlich gerade die Essenz von all dem, was passiert, ne? Alles andere war immer nur eine Reaktion auf die Aktion von jemand anders, nämlich ihn umzubringen, aufzuhalten. Und das hat bis hierhin jetzt ja nicht funktioniert und jetzt muss das ja alles zusammenhängen. So, jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir verhindert, dass hier alles explodiert? Wenn wir das verhindern, dass alles explodiert, wird wahrscheinlich Homunculus nicht existieren, wa? Gibt es irgendwas, also jetzt passiert bestimmt noch irgendwas, was wir tun? Ah ja, Hugo. Hey, did you manage to see Father? Uh-huh. What is it? Damn, what's the matter with Father anyway? He hasn't let me into his laboratory lately. When I went in there the other day, he got really angry with me. And ever since, there's some secret in there he can't tell me about. I just know it. Wenn wir ihm das jetzt sagen, are you like Father's right-hand man? Wird er wahrscheinlich das Experiment. From the future and stuff? Of course. Aber hätte er keinen Grund, das zu sabotieren. Really? I'd definitely ask for your help if I were Father. Klar, so. Then I could make a machine to move through time, like the one you showed me before. I sort of understand how it works anyway. Hugo, bin ich auch schon überlegen. Really? Aber ich sehe gerade nicht, dass der ein Motiv hat. Well, I said sort of. Anyway, I'm more interested in what Father's working on right now. Hugo, I'm sure Father will tell us one of these days. I don't know about that. Children, I have something to tell you. Father? I'm going to start another experiment, but this one will be very dangerous.
So I want you two to leave the house for a while. Right away? The sooner the better. I'll send word in about 10 days. Go to our relatives' homes or anywhere else you like. Ja, überall, ja, geht doch einfach irgendwo hin. Can I help with the experiment? No. Both of you have to leave this house. Dr. Wagner hat auch den Mittelschall wie Ike. Das wäre so wild, dass Ike... Oh, for Pete's sake. What does he think he's doing, huh? Kick the door. Come on. Kinder, ihr seid jetzt obdachlos. Das ist eigentlich auch Origin Story of Pokémon, ne? Hier ist eine Ratte. You're just going to do it? Do we have a choice? Der Mord für den Vater des Jahres. It's only for a little while. Let's go. We have to get ready. Ich frage mich gerade, was hat denn jetzt... I guess I'll be going now. Ist Homunculus auch eine Bezeichnung für die Erschaffung neuen Lebens? See you soon, okay? Oder hat er wirklich von der Figur Homunculus gesprochen? Weil das würde ja... Oder will er quasi einen Homunculus erschaffen, um irgendwie Zeitreisen möglich zu machen, oder was? Das habe ich jetzt gerade noch nicht so hundertprozentig verstanden. So, jetzt sollen wir natürlich wahrscheinlich diese 10 Tage da in die Zukunft reisen. Gibt's noch irgendwas? Aber die lassen hier wahrscheinlich direkt nicht rein. Um seine Mutter zu beleben. Genau, aber wer belebt, also wie will er das machen? Will er Homunculus erschaffen, damit der die Mutter wiederbelebt? Ist das der Plan? Oder habe ich das einfach nur nicht richtig verstanden? Oder will er quasi die Zeit manipulieren? Mit Homunculus, weil der kann ja durch die Zeiten reisen. Stimmt, und Hugo hat das Habische seiner Mutter dabei. Was wir auch nicht wissen, warum die ganze Nummer da explodiert. Das wird sicherlich... Oh, ich habe schon Angst vor dem Diagramm, was ich hier zu machen. Na gut, komm, wir reisen mal. Irgendwas ist voll an Dr. Wagner, ja. Absolut. Weil offensichtlich plant er ja vielleicht noch viel mehr. Vielleicht ist dieses oberflächliche Motiv, die Mutter wiederzubeleben, aber in Wahrheit will er doch sowas Banales wie die Weltherrschaft oder so? Wahrscheinlich irgendwie das Homunculus-Experiment improvisieren und stattdessen die Mutter zu erschaffen. Ein künstlich erschaffener Mensch kann doch nicht auf einmal Zeit reisen. Genau, aber der kann, also Homunculus kann das ja. Deswegen ist ja die Frage, ob das, wie da genau der Plan ist. Weil der wirkt auf mich noch nicht so ganz. Bist du gerade aufgeploppt? It blew up, didn't it? The Alchemy House, I mean. Ja. So, da waren wir ja schon. Das hier. Das ist einfach in die Luft geflogen. Wir haben da mal aber einen Hund schon mal weggelockt. Da erinnere ich mich auch noch dran, als wäre es letzte Woche gewesen. So. Wir waren auch im Keller, da haben wir niemanden gefunden. Ich habe mal ein Hörspiel gehört, in dem ein Dr. Wagner vorgekommen ist, da war aber Pferdearzt. Hello, is anybody here? Anybody? Dr. Wagner, Margaret, Hugo. Anyone there? So. Hier waren wir schon mal. The basement? Aber offensichtlich, weil wir jetzt den Stein übergeben haben, ist es anders als das, was wir schon mal hatten. This meter here, is this a time machine? Also er hat doch eine Zeitmaschine gebastelt. Ach du lieber Gott. But that sounded like Margaret's voice just now. Also hat der Wagner, der hat nicht gesagt, ich baue mir jetzt einen Homunculus, sondern er hat gesagt, ich baue mir eine Zeitmaschine. Und die Zeitmaschine steht auf 2001, nee, 1400, auf was? 20.01. 407? Was ist das für eine Zeitmaschine? Nee, es wird ja noch, was, amerikanisch, japanisch, wie ist das, von hinten nach vorne, ne? Der 7.04.2001, ach du lieber Gott, 7.04. Koti? Ja, du bist auch schockiert. Willst du jetzt Futter? Du hast doch vorhin Futter gehabt.
Willst jetzt spielen, ne? Ne, jetzt ist nicht. Jetzt ist hier ist Zeitreise, Kurti. 7.4.2001. Okay, Moment. Aber dann ist der jetzt... Hat er... Ist er... Aber... What? So, wir leuchten. Wir sollen eigentlich jetzt irgendwo hingehen. Ich denke, ihr vermischt euch aber auch die Art, wie ein Homunculus gesehen wird. Meines Wissens ist das in Europa eher ein künstlicher Mensch, wenn das im asiatischen Raum eher ein Dämon ist. Ah, okay. Ja, das, da sind ja die... Die Interpretation, hätte ich fast gesagt, immer so ein bisschen fließend. Also ich frage mich nur gerade, also wenn er, er hat jetzt, hier hat er eine Zeitmaschine gebaut. Wir haben aber, lasst mich kurz in meine Grafik looken. Am 13.8.84 waren wir mal da und da sind wir reingegangen, da erinnere ich mich dran, und da ist quasi der Homunculus dann wegteleportiert, beziehungsweise durch die Zeitreise wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, ey, wir reisen mal in die Gegenwart. Wir gucken mal, was passiert. Endgame. 10 Tage nach dem Experiment, das ist alles egal. Ich reise mal hin, weil da offensichtlich ist er ja da ein paar Tage vorher hingereist. Jetzt ist die Frage, ob was ist jetzt... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Versucht er uns dann umzubringen? Aber er hat, auch da gibt es immer noch kein Motiv. Irgendwas muss noch passieren, dass überhaupt ein Motiv existiert, um Ike umzubringen. Um Ike zu hindern, irgendwas zu tun. An welchem Tag wurden wir nochmal ermordet? Naja, also 8.4. 8.4., 9.4. 9.4. Ach ja, wer mein Handy? Hey, long time no see. Das ist Hugo. Actually, didn't we just see each other today? Is this Hugo? Uh-huh. I really like these machines of the future. Being able to just project your voice a long distance, that's really okay, something. Hugo ist wirklich der Antagonist, ja? How do you know my number? Oh, that. I asked someone called Eckert. You know, you mentioned him once. How did you get here, and why? Were you the one threatening Mr. Eckert? Come on, threaten sounds so serious. All I did was propose a deal. Can I help it if he jumped at the chance when I told him what he wanted to hear about his daughter? Oh, and about how I got here. It's pretty simple, really. Remember that tool you showed what me? What I just made one of my own, you see? What? Well, actually, I didn't make it, not exactly. The Hugo of the future completed it and gave it to me. A transport mechanism to time-space marked by phenomena of relevance. You like it? Just like yours. Actually, I think the other stuff may be different, but who cares, right? In any case, I can track and follow your machine. What about Margaret? Will you look at that? I'm forgetting the point of the whole thing. Can you drop by? I'll be waiting at the square. Bring Homunculus. We have a few things to discuss. Oh, and by the way, do what I tell you, okay? Otherwise, someone you care about's gonna die. I don't have to tell you what I mean about that, right? Later, then. Hugo! Hey! Okay, aus der Zukunft. Also es gibt einen Hugo aus der Zukunft, der dann in die Vergangenheit gereist ist und dem Hugo aus der Vergangenheit um dem das zu geben. Kurti, was ist los? Also, es ist ein bisschen verwirrend, nicht wahr? Ist es ein bisschen verwirrend? Also so richtig wissen wir es auch noch nicht. Warum jetzt Hugo? Hugo wollte, naja gut, die Motivation bei ihm war, er zu sagen, ach Kurti, was ist denn los jetzt? Was schreist du mich denn so an jetzt? Dass er seine Mutter wieder haben wollte, ne? Dass er da so... Wer steht uns denn zu nah? Naja, ich würde mal... es könnte auch sein, dass Ike sich selbst sehr nahe steht, weil... Also, jetzt ist ja die Vermutung, liegt jetzt ja nahe zu sagen, dass Hugo die ganze Zeit derjenige ist, der versucht, Ike zu töten.
Weil dieses, der Deal hat, das war ja, den er mit Eckhart gemacht hat, war ja offensichtlich Hugo. Also, dass er seine Tochter wiederbekommt, wenn er Ike umbringt. Jetzt ist nur, also was natürlich sein kann, dass Ike Hugo in der Zukunft aufhält und Hugo jetzt versucht, Ike in der Vergangenheit umzubringen, um zu verhindern, dass er ihn aufhält, bei was auch immer. Aber das sind wieder Zeitreisen. Wir erinnern uns alle an den Vortrag. Vergiss nicht, dass Hugo eventuell auch dein Sohn sein könnte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, warte mal, wir gehen jetzt erstmal auf den Marktplatz. Jetzt kann man bestimmt auch noch Sachen machen, oder? Eieieiei, ey, das kann ja alles noch was werden. Also, es ist jetzt schon was. Bin ich schon richtig? Ich bin schon verlaufen, ne? Nee, ist noch richtig. Weil die Sache ist, man könnte jetzt theoretisch auch noch woanders hinreisen, um Sachen zu verändern, aber ich würde jetzt erstmal ein bisschen stringenter dem Ding von überhaupt erstmal zu verstehen, was hier passieren soll. So. Wenn Hugo jetzt groß ist, oder ist es der kleine Hugo? Hugo! Where are you? Where, Hugo? Lord, I miss you so. Es ist... I'm here, right here. In Farbe. Er hat die Bar angezündet. Holy shit. Hugo, you're the one that's been trying to kill me. Never mind that. Where's Homunculus? You heard what I asked you. The Homunculus was completed because you showed up. You fooled Father into creating the Homunculus. Isn't that right? I read Father's research notes. They said you brought him the last ingredient, the Philosopher's Stone. Yeah? Me? Get your father to create Homunculus? All I've been doing is trying to stay alive. Da erinnern wir uns dran. But it isn't... What I really wanted was to get here earlier and stop what you were doing. But all my machine could do is follow yours. So I targeted yesterday's you because I thought I could manage to get to you before you did the things you did today. I had so many chances, but I still didn't manage to kill you off. Okay. Hugo. It's a shame, but there's no way for my machine to outrun yours. And I can't stop the Homunculus from being completed. Aber wo ist denn sein Problem mit Homunculus? So I'm switching to another plan. If I can't prevent Homunculus from being created in the first place, I'll destroy it. That seems to be the only way to get a hold of the Philosopher's Stone. Ach so, um das Experiment weiterzumachen, um die Mutter zu erwecken. Jetzt reicht's mir aber, jetzt gehe ich dahin mit meinen Beinen. Hugo? I'm out for revenge, get it? Homunculus destroyed my family, and you're the one who had him created. Hugo, I can't believe that's true. Ike just doesn't seem like someone who would do a thing like that. Wir kennen uns schon seit 500 Jahren. There must be some other reason Father just disappeared the way he did. Ach so. Come on, Hugo. Hugo, let's give him a little more time. Dr. Wagner ist auch we'll weg. Wait together. Shut up. That's your problem, you know. Stop treating me like a kid whenever it suits you, all right? I'm sorry if I hurt your feelings, but... I know that Homunculus is made of the Philosopher's Stone. Yeah. If we got hold of it, we could save Mother. Okay. Das ist sein Motiv. Okay. What do you mean by that? I can save her life. That's the reason I'm looking for that stone. This time, I'll succeed, and she'll be alive again. We'll all go home together and start over. You understand now? Come on, go get Homunculus. Bring her back? Hugo, what do you think you're doing? You want to raise the dead? Oh, es wird noch so ein Zombie-Ding, ne? The stone let Father create Homunculus. As long as I have the right materials, this should work too. Ja. Hugo, you didn't.
Never mind. Just hurry up. You use that lock of Mother's hair? You've tried this before? Hurry up! Homunculus can't be... He always... Well, he just appears out of nowhere. It has nothing to do with what I want. Yes, he saved my life, but that's about it. It just isn't possible for me to call him up. You've got to understand. I'll give you 20 minutes. If you don't bring him to me in 20 minutes, I'm just going to disappear. Sorry, sis, but I'll have to leave you behind in this age. Okay. What do you think you're doing? Don't worry. Even if I do end up doing that, nothing's going to happen to you. Leaving your ancestress in this time. You understand what that means, right? Go on, hurry up! Wie soll ich Ihnen da eine Grafik von erstellen? So. 4 Uhr, also bis 5 haben wir Zeit. Und wo ist das gegangen? Oh, warte mal. Ich weiß, dass ich hier einmal den Homunculus gesehen habe. 1980, das ist, wo er das Kind entführt hat. Oh, okay, also, Moment. Also, Hugo... Nee, andersrum. Dr. Wag, also noch früher. Die Kurti. Was ist denn los? Hast du jetzt Hunger oder was ist dein Problem? Willst du rangeln, wa? Also, Dr. Wagner. Die Frau von Dr. Wagner ist tot. Und das hat Hugo sehr getroffen. Und Dr. Wagner auch. Jetzt hat der Herr Wagner... macht Experimente und... diese Experimente können sich in zwei Richtungen entwickeln. Entweder er versucht, die eigene Mutter wieder zu erwecken, oder er schafft den Homunculus. Und dafür beides braucht er den Stein der Weisen. Aus Gründen ist jetzt, hat er den Homunculus erschaffen und nicht seine Frau wiederbelebt. Ich dachte, das wären zwei parallele Sachen. So. Und das hat Hugo persönlich genommen und hat sich dazu entschieden, Rache an wem auch immer, ich weiß noch nicht, an Ike, weil er gibt Ike die Schuld dafür, dass er Dr. Wagner den Stein der Weisen gegeben hat, um zu fordern, dass er den Stein der Weisen gegeben hat und der Homunculus erschaffen wurde. So, und jetzt will Hugo den Homunculus haben, weil I guess der ist aus dem Stein der Weisen. Und was auch. Und dann hat er vor, sein Experiment zu erschaffen, zu machen und seine Mutter von den Lebenden, von den Toten zu den Lebenden wieder zu holen. Und dann wieder in seine eigene Zeit zu gehen und dann leben sie alle happily forever. Das ist der Plan. Ich glaube, Dr. Wagner wollte nicht seine Frau erwecken. Er meinte ja, dass er auch nicht will, dass Hugo das macht. Ja. Ja. Okay, dann war der Plan von Dr. Wagner eigentlich die ganze Zeit den Homunculus zu schaffen, weil das war das große Experiment. Okay, und Hugo wollte aber eigentlich, dass der Vater das Experiment nutzt, um die Frau wiederzuerwecken, also die Mutter bzw. Frau. Okay. Ja, gibt ein bisschen mehr Sinn. Ich hatte Dr. Wagner irgendwie so verstanden, dass der sagt, okay, irgendwie... Aber ja, das ergibt so mehr Sinn. Also soweit man von Sinn reden kann, nicht wahr? Okay, so. Dann gehen wir jetzt genau zum Babyraub. 7. Ich guck mal kurz auf meine Grafik. Am 7.2.1980 um 14.45 war aber eigentlich der Babyraub, wenn ich mich nicht vertan habe. Bleibt die Frage, was wollte Wagner von Homunculus und wo ist er? In der Tat, weil er offensichtlich ist Dr. Wagner auch verschwunden. Oh, ich freue mich sehr auf die Zusammenfassung. Ach, da hätte ich ja Wochen sitzen nur an diesen... Ich da an dieser Aufnahme sitzen und hin und her dingsen und versuchen, das zu verstehen. So. 14.57 Uhr, aber eigentlich schon zu spät, oder nicht? Aber vielleicht ist er da mit dem Baby. Und das Baby ist Dana. Holy shit, das Baby ist ja Dana. Dana lebt jetzt im 15. Jahrhundert und hatte den Stein der Weisen. Hä?
Das Ganze hat Wagner es nicht gesagt. Er wollte antworten und dann seinen Research von hinten. Stimmt, ja. Okay, dann gab es da irgendwie sowas. Okay. So, der Homunculus, der Babyraub war, ich meine, er war hier unten. Latsch da mal hin. Wollt ihr was Bestimmtes vom Homunculus? Ich hatte den Eindruck, dass er ihm die wissenschaftliche Leistung, es geht ihm um die wissenschaftliche Leistung, also irgendwie geht's, ich glaube, es geht eher darum, dass er den Stein der Weisen vom oder aus dem Homunculus haben will. Kann sein, dass der irgendwie so als Energiezelle da drin ist oder sowas. Ich glaube nicht, dass Wagner den durch die Nase irgendwie gezogen hat, aber... So, weil da ging es ja um den Babyraub, aber... Das müsste ja eigentlich dann hier irgendwo... So, hier hoch geht's zu dem Anwesen. Weil es geht ja um das Baby. Gucken wir mal, ob das hier ist. Aber in der aber da müsste es ja eigentlich jetzt schon durch sein. Es ist jetzt geschlossen. Vielleicht habe ich auch... Wenn Wagner wusste, dass er munkulische Magie Fähigkeiten hat, dann würde das viele Möglichkeiten öffnen. Ja, das stimmt. Ist ja Alchemist. So, irgendwo... Irgendwo hier muss eine Munkulus rumlatschen. Und es wäre tatsächlich sehr faszinierend, wenn Alk dann der Dr. Wagner aus der... Ach, Jemini. Alk stacks schneller. Hier war keiner. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Photoshop, Antiquität... Naja, ins Alchemiehaus könnte man mal rein. Ein Haus des Alchemisten, wa? Das würde ja fast einen gewissen Sinn ergeben. Ich habe Vermutung. Tschüss, wa? Wir sehen uns nachher, wa? But why? Vor allen Dingen höre ich ihn nicht. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. War nicht schnell genug. Irgendwie hat das Update ein bisschen... Aber ich höre ansonsten. Also euch höre ich. Das Spiel höre ich. Zu Wahrsagern-Tipps geht auch. Stimmt, das könnte man auch machen. Aber ich glaube, für die Entführung bin ich halt zu spät. Aber kann auch sein, dass ich mich da völlig vertue zeitlich gerade. Stimmt, die sitzt ja im Haus des Alchemisten, ne? Oder saß sie zumindest. Vielleicht in der Kirche? Schon vorbeigelatscht. Ich guck mal erstmal ins, Alchemistenhaus. Da sind wir jetzt näher dran. Ist das hier? Ja. Da ist aber jetzt leider geschlossen. Ja, dann gibt es ja nicht mehr so viele Möglichkeiten, oder? Ach, man kann die Kamera übrigens nur... Naja, nur beeinflussen, wenn man stehen bleibt, nicht beim Laufen. Das ergibt mehr Sinn. Ins Café kann man reingehen. Ach, Kurti, hab ich mich erschrocken. Ist hier irgendwas? It's pretty cold today. Ja. Hier ist aber auch nichts los. Na dann, ja, bleibt ja nicht mehr viel, wa? Kirche bleibt jetzt noch. Bin ich jetzt einmal im Kreis gelatscht. Nächste biege ich links ab. Ach so, 20 Minuten. Habe jetzt nur noch eine Viertelstunde. 5 Minuten verdüdelt. Ich laufe jetzt zur Kirche. Irgendwie habe ich das Gefühl in der Kirche. Dass sich nie jemand gewundert hat, warum da ein Typ mit dem Handy auf der Statue, aber na gut. Wollen wir uns mal da jetzt nicht einmischen.
Also ist das nicht die Kirche? Ja. Aber wenn der hier nicht ist... Na ja, gucken. Obwohl, er hat ja eigentlich ziemlich... Ist auch zu. Ist auch zu. So, das war die andere Zeit. Photoshop. In den Antikshop fühle ich auch da gerade was. Aber das war ja... Das ist meine Zeitmaschine. Wir sind ja in der Richtung. Ich weiß, dass ich hier einmal den Mokulus gesehen habe. Ob in dieser Zeit etwas mit Hugo geschieht? Okay, das wäre noch das Nächste. Aber wir wollen ja erstmal, dass wir möglichst schnell den Homunculus... Obwohl, das wäre jetzt natürlich outplayen. Wir gehen jetzt in die Vergangenheit und erwürgen einfach Hugo. Also, wir können auch versuchen, ihn zu überzeugen, aber... Ist das der Antiquitätenladen hier? Guck mal, hier ist die Maske. Das haben wir aber alles schon mal durchgehabt, ne? Das ist eher lustig, okay. Ja, dann, weiß ich nicht, ob jetzt hier irgendwas zu machen ist. Weil der Homunculus ist ja auch weg mit dem Baby. Ja, komm. Gucken wir mal hier hin. Vielleicht können wir hier Hugo einfach aufhalten. Das wäre jetzt natürlich der Workaround. Ja, noch ein bisschen Zeit. Hugo, Hugo, Hugo. 13.8.84. So. Wir können noch mal... Weil die haben ja gesagt, die wollen mit uns erstmal nichts mehr zu tun haben, ne? Also, weil... So, das Haus ist hier jetzt durch. Könnte man rein? Hier ist aber auch nichts mehr zu retten. Man kann in den Keller. I don't see that time machine, but it should get here sometime soon. And there's only one person who can bring it over. So, wir gehen jetzt einfach die Übergabe. There's no other way. Ja, hide. Ja, ah, sehr gut. He's not here either. Where can Father be? He's abandoned us. Father walked out on us. Hugo, how can you say such a thing? Tell me you know for sure that he didn't, sis. You can't. He's nowhere to be found. Experiment. Yeah, right. I'll take another look outside. So. Alles ist abgebrannt und sie vermuten, Vater ist abgehauen. Ist einfach nur ein Scam. So, jetzt müsste gleich der andere Hugo aus der Zukunft kommen und dem Hugo aus der Vergangenheit die Zeitmaschine geben. Father, you don't care about us. All he thinks about is his stupid research. He lied to us. Oh, damn it. Jetzt erwürge ihn! Oh, so ein richtig Zeit... Oh, wie Controller vibriert, so ein richtiges Zeitreisegeräusch. Oh! Was ist das aus dem Menü? Eine richtige Zeitmaschine, nicht nur so ein blöder Dingsterstrahl. So, wer kommt jetzt raus? Das ist Hugo aus der Zukunft. Oder ist es Ike? Hugo, dry your tears. Nee, das ist Hugo aus der Zukunft. Who are you? Never mind that. I am giving you this machine. Ich spreche alt. What is... The same as the one in the possession of the man you know. A time-traveling mechanism. However, this one is only capable of following. Er wirkt beide, Ike. Aware of that. You're giving this to me? Use it. Use it to stop that man.
that, Ike. Okay. Why? The truth dawned on me one day that the key to Dr. Wagner's disappearance lay with that stranger. Er spricht auch von seinem Vater immer mit Doktor. It was he who deceived Wagner and spirited him away with the promise of a great experiment. It must be so. Is that what happened? Das vermutet jetzt aber auch nur. That must be what happened. Not only that, but long ago. Und pflanzt sich ja selber diese Idee stone, with the stone combined with the power of science, creation of human life is finally possible. Or of one particular life, one that you attempted to bring back and failed, that of Elena, your mother. How? How did you know that? Because I am you. I'm the clone baby. Listen, there's more you, to the story. Have you been here all this time? Hugo, you must get away. Huh? Wait. Hey! Wait! What on? Get out of my way! Huh? What? Damn you! Get out of my way! Don't! Hey, no! Oh, sie haben sich angefasst! Sie haben sich angefasst! Game over! Haben sie sich jetzt gerade ausgelöscht? Oh my. Hugo's gone. Hugo gone, da hätte man. Der Hugo. Wake up. Aber ist damit jetzt nicht dann, also. Also genau, weil jetzt gibt's ja keinen Hugo mehr, der uns umbringen kann. I mean, kann ich jetzt nicht die Zeitmaschine und mir selber... Warte mal. Wenn ich jetzt wieder in diese Zeit gehe, wo Hugo ja eigentlich Margarete bedroht hat. Hugo gibt's jetzt ja eigentlich nicht mehr, oder? Alter, diese Grafik wird mein Ende sein von diesem Kapitel. Ja, muss ja. Also jetzt, Hugo hat sich jetzt ja gerade selber ausgelöscht, indem er sich selber angefasst hat. Das haben wir im Vortrag als allererstes gelernt. Nicht als allererstes, aber da habe ich Wert drauf gelegt, dass uns das allen klar ist. Niemals mit sich selber. Durch unser Auftauchen und Treffen der beiden, genau, weil wir jetzt in die Vergangenheit gegangen sind, haben wir dieses Event geändert. Das eigentlich dürfte jetzt hier kein Hugo mehr sein. Und wenn doch, wird er sich gleich auflösen müssen. All gone. Alle. Weil Hugo hier hat sich jetzt nicht mehr mit Margarete in die Zukunft gereist. Wie all. So, you erased Hugo's existence. Oh no. You made his different selves touch, didn't you? Ganze Vorfahren von ihm. Now, who would have thought you had that in you? It wasn't me. I wouldn't do a thing like that. Well, it depends, really. Now there's no one out for your life. Congratulations. Zu wissen, dass er Super Mario ist, macht mich einfach fertig. Chapter 8 completed. In 4 Stunden haben wir... Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Irgendwas ist doch jetzt kaputt. Also war ja auch gerade gesagt, es ist keiner mehr da. Eigentlich... Achso, ich muss die auch auswählen. Wahrscheinlich ist Hugo der Vorfahre von allen. Also von allen Menschen, die in dieser Stadt ist eigentlich Hugo Town. Ich bin mir noch... Also irgendwie... I don't get it. Ich glaube, ich muss mir meinen eigenen Vortrag nochmal angucken. Das wäre fast genau 4:30. Epilog? Well, looks like it's over, doesn't it?
Good job, Ike. I was trying to change my destiny. Mm-hmm. And you did. But was it all for you? You used me to make sure that you would be created, that no one would rewrite that part. Now, let's not have all this unpleasant talk about using. I mean, who cares, really? Yes. Yes, you managed to preserve my destiny. If you'd been killed, I would never have been born. Immortality has its perks, but you have to be given life first. I see. So I was just being used. All your talk about an ancestor, was that just to get me to go back to that time? Well, how should I know? Oh, by the way, I need the digipad back. Na gut, okay. Farewell, then. Irgendwas ist doch kaputt. I managed to preserve my own life, but... But what? Oh, nothing. I just have this bad feeling. Da sind wir wieder. Da sind wir. Oh, ich freue mich gleich, wenn wir gleich gucken, wo wir jetzt dieses Spiel einordnen, weil ergibt Sinn, ergibt keinen Sinn unter Butterfly-Effekt. Oh no. Goodbye. Hey! Wir haben die Zeit, glaube ich, kaputt gemacht. Das ist ein Bad Ending, ne? Wenn alle weg sind? I don't know. Das ist jetzt Interpretationssache, aber... Weil eigentlich hätten wir verhindern müssen, dass die sich touchen. Eigentlich müssen wir ja dafür sorgen, dass vielleicht Dings Helen überhaupt nicht stirbt oder so. I don't know, weil das ist ja der... Man, this has been the longest day of my life. Sind jetzt alle weg? The streetlights seem so bright. Never noticed that before. I guess I just took it all for granted, but this place can be so beautiful. Tja, die Laternen, toll. Everything is, really. I just never realized it. The trees and the air and the small things you do every day. Ja. The way time passes. All beautiful. Merkt euch das doch mal. You're all beautiful. Every second. Ike, so ein richtiger Nicht-Charakter. Ike, da ist, wenn sonst niemand... That's what life's all about. And it was staring me in the face all this time. Okay, Ike. Erstmal, achso, ich dachte erstmal Schnürsenkel zu machen. Wieso setzt du dich denn jetzt auf den Boden? Erstmal einen Dreckengel machen. The stars up there. I must be lucky. I know how beautiful it is to be alive. Im Gegensatz zu allen anderen. Hey, dude, I think it's a drunk or something. Aren't we the ones who are, like, smash? Right on, dude. So it's like, join the club. I heard this. Rock and roll! Catch you later, dude. You're gonna, like, get run over or something if you stay there.
Das ist, glaube ich, das beste Ende. Ich glaube, das ist das beste Ende. Hat er noch mal so ein paar Sekunden, wo er das noch mal genießen konnte, das Leben, bevor er dann von zwei Betrunkenen auf dem Marktplatz überfahren wurde. Ende C. Okay. Wir gucken mal, was jetzt danach passiert. Also wenn ich jetzt speichere. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ob das Spiel jetzt sagt, ey, du kannst jetzt, hast du übrigens eine Möglichkeit, Sachen zu ändern? Oder es fängt einfach neu an? Was, wenn es einfach neu anfängt, wäre es super weird? Also eigentlich will ich sowas wie New Game Plus. Das ist alles noch dasselbe. Jetzt gibt's extra. Extra gab's, glaube ich, vorher nicht. Shortest clear time and event achievement for each chapter. Prozent von was? Von Dingen, die ich machen kann? Oder... Okay. So, Ending Files ist jetzt, wenn ich da noch... Was ist das? Ist einfach nur das Ende? Er sagt mir nur, okay... Und hier kann ich mir Tokyo Game Show 2000 Spring angucken. Da freue ich mich doch drauf. Okay, da muss ich gleich nochmal... Oh, this is my Shadow of Destiny. All right. Hold still, please. But this guy, he looks exactly like the street performer that gave me the letter. What on earth? Am I going to die soon? Life is a really lovely change. Das hatten wir auch nicht, ne? Oder doch, das war das. Doch, das war die... Bahn, glaube ich. Lord Almighty. Ah, man hätte auch das Feuerzeug nehmen können. Okay. Das haben wir auch nicht gelöst. Man kann... Okay, das spoilert jetzt, glaube ich, hart, ne? Aber, okay, man kann hier noch sehr viel machen. Holy shit. Shadow of Destiny. Ist das der bessere Name auf Shadow of Memories? Als Shadow of Memories? Okay, ich glaube, hier steckt noch einiges drin. Ach, Destiny ist Amerika. Ah, okay. That's right. I should get changed. Aber war das dann die ganze Zeit Hugo? I don't know. Ich hoffe, ihr habt nichts Klausurrelevantes verpasst. What about putting something like an iron plate under your clothing? And it can make good use of that. Wow. Here, you forgot this. It is yours. Auch wo dieser Stein herkommt. Weil das soll angeblich seiner... Nee, das war nicht seiner, hat er doch gesagt. Sie dachte, es wäre seiner, aber es ist gar nicht seiner. Wo der herkommt, irgendjemand muss ihn ja dahin gelegt haben. Also, da geht noch einiges. Genau, das mit den Babykatzen hatten wir auch noch. Also es geht, glaube ich, noch einiges. Ich frage mich jetzt nur gerade, wenn wir jetzt mal einfach mal nochmal Start machen, ob ich die Zwischensequenzen jetzt wegdrücken kann.
Oder ob das Spiel jetzt quasi so tut, als wäre das ein kompletter neuer Durchlauf. Okay, kann ich alles wegdrücken? Das ist geil. Weil dann kommen wir tatsächlich sehr viel schneller durch, theoretisch durch alles. Und können auch nochmal sagen, nice, okay, dann machen wir es nämlich so. Also ich würde es jetzt, glaube ich, nicht jetzt machen, weil sonst sitzen wir hier noch mal Stunden. Oder? Spiel schon durch. Ja, das eine Spiel, wir haben jetzt ein Spieldurchlauf gemacht, wo er leider am Ende dann einfach von zwei Betrunkenen überfahren wurde. Wir können ja, oder wollen wir noch? Oh, es ist 12. Wann habe ich angefangen? Um 10? 2 Stunden? Naja. Ich muss jetzt aber nochmal, ich muss mal erstmal ganz kurz rein und ich muss mal kurz nach Kurti gucken. Weil das Schöne ist, wir können jetzt theoretisch alles durchdrücken, was uns nicht interessiert. Aber das machen wir, warte mal, ich gehe nochmal. Passiert so viel. Eine Postkarte mit einem. Haben wir uns die Postkarte so. Okay. Weil ich muss mal ganz kurz wohin. Und dann. Dann können wir eigentlich mal so ein bisschen durch in jedem Kapitel mal so gucken, was man machen kann. Genau, das wäre jetzt dann so eigentlich mein Wunsch, dass man das nochmal macht. Was ich auch immer mal machen wollte, ist dieses Endgame-Klicken. Nee. Wieso kann ich hier nichts machen? Kann ich nichts machen. Ich gehe mal ganz kurz wohin. Ich guck mal kurz, was Kurti macht. Komme ich hier nicht raus? Kaffeesonne. Es ist eine Zeitmaschine. Kann ich einfach auf A2 speichern? Oder liest er die nicht? Na, er hat so ein bisschen Sorgen, dass Kurti gerade Blödsinn macht. Deswegen, oh doch, könnte ich theoretisch auch machen. Okay. Ich würde jetzt eigentlich nur mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin aber sofort wieder da und dann überlegen wir uns nochmal, was wir jetzt genau gleich machen. Was ist denn da hinten los? Schlimm. Bis gleich. Gib mir 2-3 Minuten. Gib mir 2-3 Minuten. Ich bin sofort wieder da. 2-3 Minuten. So, da bin ich wieder. Ich habe auch verstanden, warum Kurti so nölig ist. Weil er hat gekotzt. Er hat leider im Flur gekotzt und das Klo ist auch voll. Und ich würde jetzt ja vorschlagen, weil ich müsste da jetzt erstmal sauber machen und dann und so weiter und so fort. Matze. Hallöchen. Herzlichen Dank. Dass wir. Das Spiel macht jetzt einfach weiter, sehe ich gerade. Dass wir doch lieber nochmal separat das Spiel angehen, weil ich muss jetzt erstmal Kurti versorgen. Ich glaube, der möchte jetzt ein bisschen Katzengras, der ist ein bisschen nervös und außerdem ist da Kotze im Flur, nicht wahr? Deswegen würde ich sagen, also wir haben es ja immerhin jetzt einmal durchgespielt. Das ist nicht das coolste Ende, überfahren zu werden am Ende. Ich glaube, wir können hier noch sehr, sehr viel machen, weil es wirkt gerade so, als hätte man irgendwie, also hat man ja auch gesehen an der Prozentzahl, keine Ahnung, ein Drittel oder so, weil da gehen ja noch ganz viele Kurti! Sachen. Kurti! Kurti! Der Energiekonzert, Kurti! Dankeschön. 8 Monate, ich freue mich, dankeschön. Und da machen wir, ich würde sagen, da machen wir nochmal auf jeden Fall weiter. Jetzt ist ja das Schöne, man kann jetzt ja dann, wo man so ein bisschen weiß, wie es läuft. Ich glaube, man muss tatsächlich ein bisschen schneller sein bei einigen Sachen. Und dann können wir mal gucken, dass man auch mal Sachen forciert. Also sagt, okay, wir wollen jetzt mal das Kind, die Entführung verhindern. Muss man wahrscheinlich einfach schneller sein. Und wir brauchen auch die neuen Folien. Sehr gut. Oh Gott, das wird ein Akt. Das 8. Kapitel niederzuschreiben und da Sinn draus. Oh Gott, das wird ganz schlimm. Aber dann würde ich nämlich vorstellen, wir machen auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Session, wo wir nochmal so durchgehen. Und man kann jetzt ja das meiste hin und her springen und auch überspringen. Ich glaube, das wird ganz gut. Also hoffe ich zumindest. Ach ja, Kurti, ist alles schlimm. Die Kotze vor allen Dingen ganz schlimm. Auf Klo warst du auch noch, ne? Du brauchst jetzt ein bisschen Behätschelung, ein bisschen Katzengras, damit du nochmal ein bisschen mehr kotzen kannst. Ja. Ich weiß auch nicht, gerade kotzt er relativ viel. Mach ich mir ein bisschen Gedanken, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen unangenehm, also für ihn ja auch. Mal gucken. Gut, ey,
Also mir hat's aber... Entschuldigung, Kurti. Mir hat's aber... Hast du mich gerade angefaucht? Ja, Entschuldigung. Mir hat's aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein sehr cooles Spiel, das jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Mal schauen. Ich würde mal ausprobieren, erstmal so noch mal reinzukommen. Also vielleicht kriegen wir ein paar Sachen zu holen, aber ich bin jetzt auch nicht abgeneigt zu sagen, ey, man spoilert sich mal so ein bisschen oder guckt mal, was noch so alles geht, bevor man jetzt hier stundenlang rumläuft und überhaupt nicht weiß, was Sache ist. So, in diesem Sinne, Entschuldigung dafür, dass jetzt doch der Abbruch ein bisschen abrupter kommt, aber Kurti, wie gesagt, hat sich erleichtert und jetzt ist er ein bisschen nervös. Und ich merke auch gerade, wie hier schon so Sachen geruchstechnisch durch die Wohnung ziehen. Ich glaube, man muss mal ein Fenster aufmachen und so. Ja, gut, dann, ich weiß noch nicht, also das Ding ist jetzt ja, der andere wird ja sicherlich wissen, dass in 2 Wochen geheiratet wird. Das kann zeitlich dann also ein kleines bisschen interessanter werden. Nächste Woche ist aber alles cool, da können wir Freitag auf jeden Fall machen. Und ich habe dann auch 1-2 Tage mal frei. Das heißt, streamtechnisch hätte ich Bock, dass wir da auch unter der Woche noch mal ein bisschen was machen. Da habe ich große Lust drauf. Und dann würde ich vorschlagen, wir peilen jetzt mal nächste Woche Freitag an. Ich gebe dann noch mal Bescheid. Dann machen wir nochmal hier einen ordentlichen Durchlauf und checken nochmal so 2, 3 Sachen, die wir ändern können. Und dann hätte ich ja tatsächlich Bock, dann ist wahrscheinlich erstmal Hochzeit. Und dann müssen wir mal gucken, ob das überhaupt noch alles so, ob ich überhaupt noch, man muss ja, wenn man plötzlich verheiratet ist, da hat man ja auch ganz andere Dinge, die man machen muss. Und ja, da gucken wir mal weiter. Aber ich hätte tatsächlich nochmal große Lust, jetzt so langsam auch in diese VR-Kiste nochmal wieder einzusteigen. Das dürfte gut werden. Danke nochmal für die Präsentation. Zum Anfang hat echt geholfen, nochmal den Mainplot zu machen. Ja, weiß ich nicht, ob das so viel geholfen hat, aber es ist immer schön, dass es euch gefallen hat. Nächste Woche aus Silent Hill 4 Second Try. Oh Gott. Wo ich glaube, wenn man Sachen weiß, geht das, ist das auch. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, Silent Hill 4 wird so schnell nicht nochmal stattfinden. Das könnt ihr mir verzeihen. Schön. So, dann genießt den Sonntag. Ist Samstag übrigens. Genießt den Samstag. Und dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Herzlichen Dank. Eine große Freude war es wie immer mit euch, nicht wahr? Das muss man auch nochmal sagen. Auch herzlichen Dank für den Support, der gleich nochmal aufploppt und auch für die Moderation. Sam, Dankeschön. War sehr, sehr, sehr freundlich von euch. Und ja, wie gesagt, genießt den Sonntag und überlegt mal über Zeitreisen. Übrigens bei IMDb ist Butterfly Effect, ich glaube, auf Platz 4 der besten Zeitreisefilme aller Zeiten. Da könnt ihr euch jetzt auch nochmal einen Gedanken zu machen. Just saying. Nicht wahr? So. Genießt alles, was da kommt. Macht's gut. Ciao, ciao. Achso, kann man reden eigentlich? Haben wir jemanden, wo wir reinreden können? Irgendjemand, wo ihr sagt, das ist richtig cool. Warte mal, ich guck noch irgendwann, ob ich irgendwo hinschicken kann. Nur mal ganz kurz schauen, aber ist, glaube ich, niemand gerade dabei. Ne? Leo ist ja auch erst morgen. Diese Gamescom ist mir auch suspekt. Hast du Butterfly Effect 2 und 3 gesehen? Da kann ich jetzt leider zeitlich nicht mehr drauf antworten, weil ich muss leider meine Präsentation jetzt machen. Deswegen tut es mir leid. Bis bald. Tschüss.